ist hier alles auch okay, ja. Sottel, grüß dich, Petra, servus, René, servus, mein Lieber, herzlich willkommen. Oberlausitzer Micha, It's Urgent Junior entschuldigt sich, gute Besserung, mein Lieber, Petra. Hallo, häng los, meine Liebe. Dann haben wir noch einen Honk und Thomas Ramona sind am Start. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, guten Abend, liebes, verehrtes Publikum an der Stelle. Heute mit Michael von Block M. Wir freuen uns. Wäre Wipp ist am Start. Keins Krasowka, Bellrit auf Getter, dann SK, Zar, Frater Invictus, Stefan Freiheit, Lazy Pirate, Oliver Dux, Tischtennis-Fan auf YouTube, Achim Oller, Ulrike Wobig, Team Tetzel, Guido, Susanne ist am Start auf Odyssey, Alexia, Micha ist am Start und Knuspert auf Odyssey. Dann haben wir Johannes, Trinkhoffs, An, Gluteus, Atze, Changing Sky auf D-Life, Castlegate, Superdau, Sonnenhut 123, aus der Schweiz, Pymatics, Ulrich Müller. Und Great Mops hat gerade eine Eiscreme gespendet. Vielen Dank, der Great Mops. Schönen guten Abend. DC, Jimmy, Katerchen und Chat. Tanner, grüß dich. Green Warrior. Guten Abend, Charlotte, Chrissy, Taschen Pepper, Kabadu. Dann haben wir hier Heinz Krasowka auf Kick, frei sein. Toyas, Servus, Badewannenverleih, Hector, der Treueste. Hang Loose natürlich, Sam Maniac, Nemo 2009 auf Vaughn. Mehr ist auf Vaughn heute nicht los, da sind ein paar, Bommel ist noch am Start. Oh nee, der war schon vom letzten, wann war das, Montag? Dann haben wir VK, da haben wir Mike Lüderitz, Hans Huhn, immer die Treuen. Zottel, Ronald May, Gerd Wintersdorf. Grüß euch, Servus miteinander und Telegram und Twitter. Wahnsinn, worüber, wo wir uns alle hier verbreiten, ja, das ist ja unheimlich. Dann Fisse und ich sind mit, können wir mal schnell hier einblenden. Meine lieben Freunde, Platz 1, Amazon, Bestseller und Neuerscheinung, Hip-Hop und Rap für Glotze aus dem Fenster Challenge von Fizzo und mir. Vielen, 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 vielen Dank. Ich bin sehr begeistert. Ich glaube, auf den aktuellen, also auf den anderen Plattformen ist es gerade noch nicht raus, iTunes und Spotify. Wir haben jetzt nur Amazon, den Amazon-Link. Mega geil. Wir haben hier jemanden, der sehr, sehr stolz auf uns ist. Moin, süß. Und ich bin auch sehr stolz drauf. Ich muss leider ausmachen, weil YouTube mir letztes Mal schon Ärger gemacht hat, wegen Urheberrecht tatsächlich. Oh, mein Chroma-Key, den muss ich nochmal einstellen, der gefällt mir nicht. Was ist da los? Einen Moment. Ah, schon besser. Schon besser. Der nicht so gut. Und der auch nicht so gut. Also nehmen wir den. Ja, nehmen wir den. Wir können es auch mal so machen. So ist okay. Juti, ja, das ist okay. Das kann man so lassen. Sehr schön. Bin ich hier denn auch immer alles Hammer-Effekte, ich weiß. Diese Effekte, ja, ich weiß. Wahnsinn. Ja, Werbung wäre jetzt auch mal nicht schlecht. Danke an die Regie. So. Okay. Dann gehen wir mal auf Twitter und schauen mal, was da so los ist. 7 Zuschauer. Ich grüße euch, ihr Lieben. Bearbeiten, aber das haut bei Twitter eh nicht hin. Nachher sind es dann wieder 1000 oder was. Kapiere ich nicht ganz, aber okay. Halt. So. Dann gehen wir auf Gap. So, zacki. Okay, Getter.
Fabian Free, grüß dich, servus miteinander. Ich muss noch meine Brille putzen. Und dann natürlich mein Wasser, das ist klar. Ohne mein Wasser mache ich hier gar nichts mehr. Plattfuß, Hans Wurst, Don. Wo ist denn hier mein Chat? Moment. Ach so, habe ich hier verschoben. Ja, okay, alles klar. Gut. Dakini, selbstständig, Pandora 420, Kev in, Ralf Krohn. Ich halte es hier so, weiß ich nicht, warum ich das hier in der Luft halte, keine Ahnung. Ah! Spiegelreporter Martin Sellner, die gehen doch alle unter. Das ist doch alles nur noch ein Witz. Das ist doch alles nur noch echt. Das ist alles nur noch ein totaler Witz, ehrlich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Morgen Hörbeitrag mit dem Andi, mit nächste Folge. Und da reden wir auch über die Geschichte mit Habeck und seinen seltsamen Plänen, ja, mit CO2 und was weiß ich, Abscheidung. Es ist einfach, also es reicht mir langsam wirklich. Ja. Ich habe wirklich jetzt langsam, also meine ja Massenpsychose, ich habe langsam keinen Bock mehr drauf, ja, ehrlich. Echt nicht, ja, also wirklich nicht. Irre. Ah, endlich wieder bei meinem liebsten DC mit dem besten Hintergrundbild aller Übertrager und beim besten Chat im ganzen Internet. Grüß euch. Danke dir, mein lieber Dr. Werdegast. Amok. Alle Gehirnwäsche erfahren, es ist brutal. Pestizid- und nitratbelastetes Quellwasser, böse Rossi. Wir haben das mal untersuchen lassen, das Wasser. Natürlich kannst du nur das Wasser nehmen, was du kriegst, ja. Ui, Atlanta 1961, DC, habe heute dein Geburtstagsgeschenk eingepackt. Atlanta hat schon... Ah, da freue ich mich ja. Da freue ich mich ja jetzt schon. Ich muss euch aber gleich enttäuschen, meine Lieben. Es wird dieses Jahr nachgeholt, ja, weil ich am 22. gar nicht da bin. Man muss auch mal die Traditionen auch durchaus mal brechen. Am 22. bin ich mit meiner Süßen im langen Wochenende. Und das ist ein Freitag und wir machen dann am Montag schön Jubiläumssendung, 5 Jahre YouTube und Geburtstag nachträglich. Ja, dieses Jahr mache ich mal einen auf Familie an der Stelle. So. Aber wie gesagt, boah, das nervt mich hier, diese GIFs, ehrlich. Ah, das ist viel besser. Moment mal, wer ist denn das? Digitaler Chronist, wir sind auf Sendung. Was ist denn das für einer? Das ist ja ein cooler Typ. Doch. Wie frech ist denn der? Halt, ich bin ja nicht mal in der Regie. Ja? Also jetzt ist aber langsam Polen wirklich offen. Ja? Also an der Stelle zumindest. Also was ist denn hier los? Irre. Irre, irre, irre. Das geht ja nun mal gar nicht. Ja? Rudi, grüß dich. Die aktuelle Postadresse fürs Verschicken findet ihr hier. Adresse für Paketzustellung, Petra Gilger, P. Gilger, Potsdamer Chaussee 40, 14129 Berlin. Er schaut überall, nur nicht hier. Zottel, ja. Warum sprichst du mir diese Wahrheiten aus? Brutalinski und Quatsch. Ja, was ist hier auf Freestream eigentlich los? Streaming, 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 Streaming. Das ist doch schön, ja. Kupfer und Schlechtkupfer hat man früher nicht zum Spaß verlegt. Ja, heute doch auch noch, oder? Das Team macht mich gerade wieder fertig. Ja, ich bin wieder das Arschloch. Ja, ich bin das Arschloch vom Team. Alle drauf auf einen... Und gut ist, ja, dann sind sich wieder alle einig und alle haben ihren Spaß, außer einem. Aber das macht ja nichts. Ja. Hauptsache alle anderen sind wirklich köstlichst amüsiert. Ja. Du willst es doch auch hören, die Wahrheit. Ja, Zottel, ich liebe Wahrheiten. Ja. Ich liebe sie einfach. Ja. Es ist einfach nur super. Jimmy liegt praktisch in der Quere. Ja. Wir machen mal so.
goldener Effekt. Ja. Muss zugeben, also der ist übrigens, es ist der Hammer. Ich habe beim Tierarzt, der hat mir gesagt, Moment, der ist ja 2008 geboren, der wird jetzt 16, der liebe Kater. Ich habe mich vertan, der wird 16. Klima der Angst, genau. Abendessen machen, Kater bespaßen, ja. 16 wird er und das merkt man auch. Er ist zwar noch richtig fit und quirlig, aber er nimmt sich längere Auszeiten. Und er ist wirklich, hast du die Paketstation wieder aufgegeben? Die sieht nicht ganz, aber das ist alles nervig. Schick bitte das auf die Adresse auf der Netzseite. Ja? Cyclone aus Oldenburg, servus. Das funktioniert einfach nicht. Hier funktioniert einfach gar nichts mehr, wirklich. Ja? Hier funktioniert gar nichts mehr. Bei mir wird gebaut, vorm Haus, auf der Straße, neue Trinkwasserleitungen oder was. Hey Leute, da sind zweimal die Woche irgendwie 4-5 Mann da. Ja, das war's. Und wenn es regnet, ist gar keiner da. Ist kein Scheiß, da sind bestimmt 40 Parkplätze weg. Straße gesperrt. Puh, ja, es gibt Tage, da ist niemand da. Werktags. Null. Von morgens bis abends. Niemand. Zwei Grundschulkinder in Duisburg von einem 21-jährigen Deutsch-Bulgaren. Schwer verletzt mit dem Messer, aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil es gibt Abhilfe. Am 2. März ist Demo gegen rechts. Servus Munkeltmann, Micha, grüß euch, grüß dich. Also deswegen, Munkeltmann, sag ich, Demo gegen rechts, dann ist ja eigentlich alles okay, ja. Ja, genau. Kaum holt der angehende RK sich das Wasser von der Quelle, legt man in eine neue Leitung. Genau. Querbeauftragter Saudi-Arabien. Ja, man kann auch mal solche. Wo ist die Kommentarleiste? Schüttel Glasi. Die gibt es, glaube ich, nicht beim während des Lives. Ja, aber der wird älter. Mein Jimmy wird älter. Unser Jimmy wird älter. Dann brauchst du auch länger warten, bis du 60 bist, die sie. Das ist immer so lang, ja. Was für ein Schleimer, war auch schon lange nicht hier. Was für ein Schleimer? Was, wieso? Was tue ich? Mr. Cash Money, da war man auch, war auch heute Thema. Also ich sage euch nur eins. Wirklich, ja, und das hat meine Süße und auch meine Tochter und mich wirklich überzeugt. Ich habe schon mal erzählt, kann ich mal zeigen, Jimmy hat einen Napf und daneben mit Futter und daneben hat er so ein Porzellanschüsselchen mit Wasser. Da habe ich ihm immer Leitungswasser reingegossen. Das hat er wirklich kaum, also wirklich kaum getrunken. Also mal, aber ich habe den ganz selten da aus diesem Napf trinken gesehen. Der ging dann eher in die Badewanne, sah mich auffordernd an. Und ich habe dann den Wasserhahn leicht tröpfelnd aufgemacht, bin dann wieder in die Küche, habe mein Frühstück oder sonst irgendwas gemacht, gehe aus dem Haus, vergesse den Wasserhahn zuzumachen, komme abends zurück. Es passiert ab und zu, mein Gott, der tropft's raus. Und der, ja, da trinkt er. Jetzt, seitdem ich das Quellwasser in seinen Napf gieße, trinkt der dieses Quellwasser. Es ist kein Scheiß. Ja, und zwar so, wie er noch nie getrunken hat. Der trinkt dieses Wasser, also das ist teilweise wirklich fast leer am Abend, wenn ich nach Hause komme oder am Nachmittag. Das war vorher nie mit dem Leitungswasser. Und das ist für mich auf jeden Fall ein guter, wie sagt man da, Indikator, dass dieses Wasser nicht das Schlechteste sein kann. Ja, das kann nicht das Schlechteste sein. Wasserratte, richtig. Bier geht natürlich auch. Bier mit Quellwasser aber bitte gebraut, ja. Die sie ist eine KI, ja, natürlich, was denkst denn du? Ja, wie gesagt, trinke da, wo die Tiere trinken. Also ich habe auch einen Filter, munkelt man. Ich habe auch einen Filter, aber das Wasser hat der Kater auch viel, das ist das Wasser, was ich ihm gegeben habe. Darauf hat er keinen Bock gehabt. Könnte bei Katern ein Zeichen für anstehen. Ja, aber dafür geht er viel weniger in die Badewanne. Also es ist jetzt nicht mehr, es ist nur eine andere Zuführung, ja, sozusagen. Außerdem bin ich ja regelmäßig beim Tierarzt und außer einem leicht erhöhten Blutdruck, meinte er, der hat wirklich einen
wirklich, ist er wirklich fit für sein Alter? Er kriegt gar kein Trockenfutter. Nein, auch kein Alters. Nieren bitte überprüfen lassen, ja. Oh, macht mich nicht wahnsinnig, ja, nein. Du bist jetzt auch im Herzogenhaus Coburg bekannt, habe da zu tun. Na, dann wäre es mal schön, wenn der Herzog von Coburg mal hier vielleicht irgendwie seine Aufwartung macht, ja, der Liebe. Ich grüße ihn, Herzog von Coburg. Vielleicht hat er ja noch einen Titel frei, den er mir geben kann. Coinbase ist down, ja, habe ich auch gehört. Und rotes Samtkissen, Samtkissen, richtig, mein lieber Zottel. Du hast es wieder mal göttlich erfasst. Michael ist schon im System, ja, er ist da, super. Ich sehe ihn. Um 20 Uhr geht's los. Wird wieder eine brutale Schwurbler-Sendung, kann ich euch gleich sagen, ja. Also. Also alle, die nicht auf Schwurbeln stehen, sollten dabei bleiben, ja, damit sie was lernen. Nein, wir stellen Fragen und geben aber auch gleichzeitig die Antworten, ja. Sehr gut. Sir DC, Sire, ich finde Sire besser, ja. Sir ist ja irgendwie Sir Elton John oder was? Nee, Sire bitte, ja. Bitcoin auf 64.000. Schwurbeln ist geilo, ja. Ich mag auch Michaels Denkweise und ich bin froh, dass wir wieder zusammengekommen sind. Jetzt mal in kürzeren Abständen, so wie wir es auch versprochen haben. Wir liefern halt. Michael und ich und alle anderen liefern. Ja, wir liefern einfach. Ja, ohne Wenn und Aber. Da gibt es kein Vertun. 1957, ziemlich geil. Ja, den könnte ich auch mal fragen mit meinem Quellwasser. Den lieben Michael. Aber wir haben noch viel wichtigere Fragen zu besprechen, ja, die das Wohl und Wehe der Menschheit betreffen. Nein, im Ernst. Also, das wird hier hochinteressant. Und wir kommen natürlich erstmal 8 Uhr. 8 Uhr, 19:58 Uhr ist jetzt und 20 Uhr beginnt die Hauptsendung sozusagen. Ja. Aluhut ganz wichtig. Aluhut ganz wichtig. Was sind wir hier? Achso, hier sind wir ja. 17:39 auf YouTube. Gebt uns doch bitte ein Abo auf YouTube und überall sonst auf DLive, Odyssey, Getter, Kick, Rumble, Vaughn, VK und Twitter und Telegram. Folgt uns für mehr Schwurbeln, ja. Ah, Ton geht auch. Ich sehe deinen Ton. Wie geil. Ich habe schon wieder meine Pillen genommen. Da kann ich Töne sehen. Das ist ziemlich geil. 19:59 gleich. Matze 700. Servus. Brinkhoffs. Guten Abend. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch. Herzlich willkommen hier zur Sendung der Abend beim DC zu Gast Michael von Block M. Hier sind übrigens auch auf den jeweiligen Portalen, Plattformen auch sein Telegram-Kanal und der YouTube-Kanal. Das Stichwort Telegram.
gerne mal reinschauen oder während der Sendung, wenn ihr euch, wenn ihr das Interesse habt oder das geweckt wurde. Aber wir labern jetzt nicht weiter rum, sondern bringen jetzt den Michael mal hier ins Bild an der Stelle. Da ist er schon mit Ton. Michael, einen wunderschönen guten Abend. Servus, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend, mein lieber Thomas. Oh, jetzt bist du plötzlich lauter. Jetzt hast du ja unsere Zuschauer schon direkt weggeknallt. Ja, aber egal. Entschuldigung, ich habe es gleich mal runtergedreht. Ja, bin ja immer gleich mit der Maus am Regler, am Hautausschlag. Mein lieber Michael, ich hoffe, dir geht's einigermaßen gut. Du bist ein bisschen angeschlagen, aber nicht jetzt. Ja, ich habe das FEP und für die, die es nicht wissen, das ist das Frühjahrsentgiftungsprogramm. Das läuft bei mir gerade und ja, Körper schleppt sich so ein bisschen durch, aber wir werden das schon schaffen heute Abend. Was sagst du denn dazu, dass ich plötzlich hier Quellwasser trinke? Quellwasser, artesisches Wasser, also das nahe am artesischen Wasser, ist das Beste, was du kriegen kannst, aber ein bisschen aufpassen. Es gibt Quellwasser, was belastet ist mit verschiedenen Elementen. Es gibt zum Beispiel Fluorquellen, es gibt Kalkquellen. Also ich weiß, dass es in Thüringen Quellen gibt, da wird natürliches Kalk produziert. Das kannst du dann mal machen, das sollst du auch tun mal. Aber das wäre dann kein Dauerzustand, das sollst du da nicht ewig trinken. Also artesisches Wasser ist so ziemlich das Beste, was du trinken kannst. Ja, das wurde untersucht. Also und es ist also mit das Beste wurde gesagt, was man kriegen kann. Und ich habe es gerade erzählt, mein Kater trinkt das plötzlich. Vorher nie. So aus dem Napf das Leitungswasser. Ist doch eigentlich, kann man schon als Indiz nehmen, wenn das Viech irgendwie trinkt, oder? Ja, das ist klar. Natürlich. Ja, ja. Da läuft halt ein anderer Wahrnehmungsmechanismus ab bei den Tieren. Und gerade was Nahrungsaufnahme betrifft, sind die da, gerade Katzen sind äußerst wählerisch. Ja. Mein lieber Michael, wir lassen uns mal erstmal die Sendung beginnen mit aktuellen Meldungen, die jetzt so ein bisschen vermehrt hier reinprasseln. Also worauf ich hinaus will, liebe Zuschauer, ich zähl's mal kurz auf. Michael, ergänze, wenn ich es nicht komplett hinkriege. King Charles hat Krebs. Man weiß nicht, wie stark oder wie schlimm. Er ist, glaube ich, wieder ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber schaut nicht so geil aus. Dann Kate, die Frau von William, vom Thronfolger, ganz komische Geschichte, die wird abgeschöpft, selbst die Kinder durften nicht zu ihr und sowas. Es kann alles, ich behaupte jetzt nicht, dass jetzt hier das große Aufräumen beginnt. Ja, bitte nicht, liebe Zuschauer, denken, dass wir jetzt hier den Gral gefunden haben. Aber es fällt auf, der Papst, schwere Grippe, der norwegische König, okay, der ist auch schon über 80, dem scheint es auch gar nicht gut zu gehen. Dann haben wir den Windsor-Typen, 45 Jahre, Cousin von irgendwie aus den Royals, der auch mal mit der Pippa Middleton, also der Schwester von Kate Middleton, irgendwie mal zusammen war, das ist aber schon lange her. Den hat es mit 45, hat er sich verabschiedet. Man weiß auch gar nicht warum, also welcher Ursache, Todesursache. Dann gibt's die Geschichte, weiß nicht, ob das stimmt, dass deren ein Patensohn oder Stiefsohn von einem sehr hohen Freimaurer Logenkönig da irgendwie ist. Und habe ich jemanden vergessen? Also es Rothschild hast du vergessen. Natürlich, der Wichtigste, mein Gott. Ja, aber gut, da muss man aber auch sagen, der war auch 82, 83 oder so oder noch älter. Also ich meine, dass ja, die Jungs auch mit viel Geld lässt sich halt doch offensichtlich nicht das ewige Leben erkaufen. Oder mit bestimmten Substanzen, die viel Geld kosten. Und interessant. Ja, gibt's ja die Story von Rockefeller, der das dritte, vierte Herz hatte und so Zeug. Ja, ja. Ja. Und dann meistens, aber genau. Parallel dazu haben Jeff Bezos, die Waltons, das sind nicht die aus der Fernsehserie, sondern das sind die 45-prozentigen Eigentümer von Walmart. Dann noch JP Morgan Chef und ein anderer Bankchef, große Aktien, richtig große, also beim Bezos sind es 5 Milliarden Dollar, ja, Amazon Aktien vertickt, also jetzt nicht auf einen Schlag, das ging jetzt über Wochen und Monate, ja, war so in dieser Form noch nicht da, dass so viel hier rausverkauft wurde. Muss man abwarten, oder? Weil, was will man sagen? Ich will dich jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen. Ja? Du kannst wahrscheinlich auch nicht viel dazu sagen. Kannst du? Nee, alles gut. Es ist einfach, du hast ja wie immer eigentlich nur das vorgefertigte Menü. Und
wie jetzt jemand sein Rezept zusammenbastelt, das kriegst du im Regelfall nicht mit, außer du kochst selbst. Und du kriegst die Fassade und jetzt hast du die Möglichkeit natürlich, wir könnten jetzt anfangen zu sagen, okay, das liegt daran, das liegt daran, das liegt daran. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Rothschild auch irgendwelche Nachkommen hat, die dann an seine Stelle treten werden in allen Unternehmen. Ja. Was auffällt, ist, dass bestimmte Anwesen verkauft werden, ja, dass da also ein gewisser Ausverkauf stattgefunden hat. Sehr gut, das habe ich auch gelesen. Das eine, was da... Eigentumswohnungen, ja. Natürlich, das sind keine Dreizimmerwohnungen in New York, ja, und nee, und, das sind schon richtige Kracher sind das, ne? 30 ja, Millionen also Dinger. Es finden mhm. Verschiebungen statt, das ist fast so. Du kannst jetzt eine Brücke schlagen zu den drei Machtzentren, die es auf der Erde ja gibt. Du hast auf der einen Seite diese kleinen Stadtstaaten, die mit Sicherheit auch aus einem bestimmten Grund so konzipiert worden sind. Das ist zum einen mal der Vatikan, dann hast du City of London und Washington DC. Bezeichnenderweise sind überall nahezu baugleich dieselben Gebäude installiert worden. Also du hast den Kongress, ist das glaube ich in Washington DC, dann den Petersdom und in England ist es dann die St. Paul's Cathedral, soweit ich weiß, die eben genauso mit diesem Kuppelbau, genau. Dargestellt worden. Mm-hmm. Genau. Dann Obelisk gibt es ja auch in Washington. Ja, genau, also das ist so und jetzt hast du die Möglichkeit natürlich, dich da reinzudenken und sagen, okay, das scheint da irgendwie was zu sein. Es ist schon auffällig, dass das alles zeitgleich gerade passiert oder irgendwie so aussieht, als würde es auf den Punkt zulaufen, so nach dem Motto, jetzt kommt ein Umbruch oder eine Verschiebung in irgendeiner Form, speziell Finanzsystem betreffend. Was du auf jeden Fall wahrnimmst, ist zum Beispiel, dass die Durchsetzungsmacht, die jetzt über Amerika, sage ich mal, oder Washington DC militärisch, sage ich, weltweit eingegriffen hat, nicht mehr diese Schlagkraft hat. Ja, das ist mal das eine, was du merkst. Ja, also, dass die Russen jetzt auch in irgendeiner Form regulieren und sagen, das bestimmen hier wir und sich da nicht in irgendeiner Form unterkriegen lassen. Das ist mal das eine. Dann auf dem Geldmarkt hast du ja, das starke Wachstum des Bitcoin gerade, der ja außerhalb der Kontrolle von irgendeiner Zentralbank steht, was auch ein sehr, sehr bemerkenswertes Thema ist. Und im Vatikan, da gibt es auch verschiedene Informationen mit Ausverkauf und ja, Verschiebungen von Krediten und. Also Vatikanbank, ja, sehr, sehr ja. Ja, mhm. Genau. Gibt sehr, 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 sehr verschiedene, sehr, sehr, ich sag mal, gleiche richtungsandeutende Informationen, so möchte ich es mal sagen. Aber ja, wie willst aber du rangehen an sowas? Weißt man du? Kann, aber man kann zumindest festhalten, es sind schon besondere Geschichten. Ja, ja die jetzt also, da zusammenfallen in eine bestimmte Phase. Liebe Zuschauer, wir wollen das aber auch deswegen erwähnen, damit ihr das auch erfahrt. Vielleicht habt ihr das noch nicht gewusst. Und wir werden jetzt hier keine Schlüsse ziehen und werden das auch gar nicht können. Aber es ist interessant, dass hier Ereignisse geschehen, die, sage ich mal, so noch nicht da waren, jedenfalls nicht in dieser Massierung. Ja, wir haben ja immer gesagt, ich meine, es gibt ja auch aus dem Chat jetzt Stimmen, den Papst gibt es schon lange nicht mehr und so weiter, diese Hologrammgeschichte damals und so. Ja. Oder der nackte junge Mann, der sich da vom Buckingham Palace abseilt vor Jahren irgendwann mal. Ja, genau, dachte, was da war, ja genau. Mhm. Und also man muss vielleicht das Ganze mal so betrachten, diese drei Zentren, da muss man sich einfach fragen, in welcher Form üben die auf den Einzelnen einen Einfluss aus. Ja. Also wo ist die Einflussnahme? Und bei City of London, da kannst du sagen, okay, es ist alles, was mit Geld in irgendeiner Form zu tun hat. Bei Washington DC kannst du sagen, es ist diese militärische Überlegenheit, die über Jahrzehnte hinweg natürlich auch dargestellt worden ist. Wir haben das dann erleben dürfen im Kalten Krieg, wir haben das erleben dürfen als Besatzungszeit, wir haben es erleben dürfen auch... Bis heute, mein Lieber, da lege ich Wert drauf. Ja, klar. Ja, dann auch die Einflussnahme durch die amerikanische Industrie. Ich denke mal an McDonald's zum Beispiel, ja, dass jetzt an jeder Ausfahrt so ein Teil da stehen hast. Kultur, Filme, Hollywood, alles, ja. So ist es, genau. Also auch das, Hollywood merkst du auch, dass da ziemlich viele Dinge ins Rutschen gekommen sind. Ja, ist auch nicht mehr das, wie ich es jetzt mal gekannt habe. Schon lang nicht mehr. Es gibt keine Blockbuster mehr. Es wird nicht angekündigt groß in irgendwelchen Zeitungen. Jetzt kommt der und der neue Superfilm raus mit 100 Millionen Produktionskosten. Wenn einer kommt, dann floppt er. Ja, genau. Ja, ja. Wir wollen ja nur die Unterschiede mal rausarbeiten. Richtig, ja, genau. Ja, genau. Und jetzt hast du noch den Vatikan und da musst du dich dann fragen, wie ist denn da die Einflussnahme? Und
man sagt in bestimmten Kreisen, da geht es dann wirklich dann um die Gedanken. Ja, also dass dann wirklich das Denkmuster des Einzelnen beeinflusst wird. Und das ist etwas, das sehen wir nicht mehr, weil wir, ich denke, auch wirklich mit so vielen Dingen beschäftigt sind, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass die Kirche in irgendeiner Form im Hintergrund auf Einflüsse, ja, oder ihre Einflussnahme da irgendwie zurückgenommen hat. Also wir haben ja so ein Bild, dass irgendwann eine Wissenschaft angefangen hat zu wirken, die dann die Theorie der Kirche widerlegt hat. Dann hat die sich irgendwie immer weiter zurückgezogen. Und ja, ja, ob das jetzt Erde als Mittelpunkt des Universums oder als Kugel im Weltall, dann Sonne, Zentrum und so weiter, hat sich ja gewaltig was getan. Dann stand ja da auch immer so eine Diskrepanz dem gegenüber. Man hat ja früher gedacht, naja, der Mensch an sich ist ein Geschöpf Gottes. Dann kam Evolutionstheorie von Darwin, die das widerlegt hat. Und so hat man im Prinzip immer eine Art kirchlichen Abbau betrieben vorne. Aber hintenrum ist das Ganze trotzdem noch in einer Wirkung. Darf ich dich kurz unterbrechen? Die Evolutionstheorie heißt aber nicht umsonst Theorie. Ja, ja, klar. Das ist ja das. Ja, es also auch ja das muss nicht stimmen, ja? Das stimmt meiner Ansicht nach auch nicht. Theoretisch, ja, gibt es viel. Ja. Also theoretisch ist alles erklärbar. Du kannst ja alles darstellen in irgendeiner Form, theoretisch. Ja. Aber es ist ja kein Evolutionsbeweis, es ist eine Evolutionstheorie. Das ist mal ganz Fakt, das wird auch unverblümt so gesagt. Und jetzt muss man sich nur fragen, wo sind die Ansätze der Einflussnahme seitens der Kirche? Das könnte man jetzt als zum Beginn vielleicht mal aufarbeiten. Ja. Und da fällt mir als allererstes gleich mal das Zeitsystem ein, in dem wir uns gerade befinden. Weil das Zeitsystem ist ursprünglich tatsächlich von Papst Gregor dem 13. in Auftrag gegeben worden, wurde dann von sogenannten Komputisten umgesetzt und dann weltweit installiert. Seit dem 19. Jahrhundert ist weltweit das gregorianische Zeitsystem am Wirken. Und das heißt im Klartext, dass das... Gar nicht so lange her. Nicht so lange her. Und das heißt auch im Klartext, dass jedes Datum, was du nennst, ja, ob das jetzt in einem Brief kommt oder ob du deinen Geburtstag feierst, ja, bezieht sich auf ein gregorianisches Element seitens des Vatikans. Und damit bist du über einen bestimmten Weg mit der Kirche verbunden. Schon damit verbunden, ja, sehe ich genauso. Ja, ja, musst du so sehen. Ja, klar, das haben die vorgegeben. Ja, das haben die eingeführt. Ja. Und jetzt kommt das Spannende, mein Lieber. Da lasse ich dich jetzt gerne wieder weiter referieren mit den Kalendergeschichten. Kurz, was du vor der Sendung kurz im Gespräch schon angeschnitten hattest. Ja, das gibt dann so ein, also vom Vatikan hat man ja auch, es ist eigentlich im Prinzip wie so eine Theaterkulisse, muss man sich das vorstellen. Ja, dass dann, die haben so einen Ewigkeitsanspruch. Uns wurde ja vermittelt, dass der Papst im Prinzip die direkte Linie von Petrus ist. Ungefähr. Stellvertreter. Soll ja Petri, ja, ist ja da dieser Weg. Und dann gibt es ja eine ganz, ganz lange Liste an Päpsten, die nacheinander da auf dem Heiligen Stuhl gesessen haben und eben diese Geschicke der Kirche geleitet haben. Ja, also da entsteht ja was. Wenn du sowas lernst, dann denkst du ja, okay, das Ding ist 2000 Jahre alt, 2000, was weiß ich, wie viele Jahre alt, steht schon ewig da unten in Rom und seit Ewigkeiten sind die da am Wirken und eine Welt ohne geht gar nicht. Und das sind alles Dinge, die du beim näheren Hinschauen nicht belegen kannst. Also das funktioniert nicht. Ich kenne Leute, die sind in der Komputistik aktiv, die haben also teilweise 30, 40 Jahre ihres Lebens damit verbracht, kalendarische Daten zu überprüfen. Und da ist ganz, ganz, ganz sicher, dass ungefähr 750 Jahre in der Zeitrechnung beweisbar nicht vorhanden sind. Das heißt, man hat den Kalender oder die Zeit gedehnt. Das kannst du jetzt über verschiedene Elemente feststellen, zum Beispiel bei den Lebensläufen von Herrschern. Ja, da hat man teilweise nur die Namen ausgetauscht und die nacheinander ablaufen lassen. So steht es dann in den Büchern. Erbfolge und so, ja. Ja, die Abfolge nacheinander. Die meisten beziehen sich auf Karl dem Großen, ja, wo ich Leute kenne, die sagen, das ist nichts anderes wie eine Urkunde, den gab es nicht, sondern es ist einfach eine dokumentierte Urkunde, auf die man sich dann bezieht. Und wenn du dir das zusammenzählst, dann stimmt das mit der Jahresangabe erstmal nicht. Und dann müsstest du sagen, ja, wenn 700 Jahre fehlen, dann bist du eigentlich im 13. Jahrhundert. Da kann man mich jetzt für was weiß ich was halten, aber das Jahr Null, auf was man sich bezieht, wird dann eigentlich viel, viel später als Grundlage genommen.
Und was ist Kalender? Kalender ist etwas, das bezieht sich auf die äußeren Abläufe. Also der gregorianische Kalender orientiert sich an Sonne und Mond, an den Zyklen dieser beiden Gestirne, weil die bestimmen ja das Jahr und auch den Tag, die Woche, den Monat. Und Komputistik ist dazu da, diese unrhythmischen Zyklen, die da ablaufen, so zusammenzufassen, dass du heute sagen kannst, der 28.02.2024. Ja, das ist eine unglaubliche Arbeit, die die Menschen da verrichtet haben, um das Zeitsystem so aufzubauen, dass es näherungsweise nahezu bei 0% Fehlerquote funktioniert. Wir haben jetzt aktuell morgen ja diesen Tag, den man dazwischen setzt, damit das wieder passt. Das heißt, das Jahr hat eigentlich 6 Stunden mehr. Also auf 6 Stunden genau konnten die das herstellen. Und genauer geht es wahrscheinlich nicht, weil diese Zyklen, die die Natur vorgibt, die sind genauso akausal, genauso unlogisch wie der Mensch an sich. Ja, also ein Mondzyklus dauert 19 Jahre, ein Sonnenzyklus 28 Jahre. An diesen beiden Zahlen merkst du, dass das nicht zusammenpasst. Ja? Sehr schwierig, das Ganze auf die Reihe zu kriegen. Es gibt auch archäologische Funde, wo klar hervorgeht, dass ein gregorianischer Kalender niemals ohne den julianischen laufen kann. Ja, das ist ein Zeitsystem, was sich immer wieder abgleicht. Da gibt es dann Merkwürdigkeiten, die du dort finden kannst. Zum Beispiel gerade, wenn es kalendarische Daten sind, wie zum Beispiel den 9-11. Ja? Mhm. 9-11 ist etwas, das hat sich bei uns ins Bewusstsein gebrannt durch den 11. September 2001 mit diesem Anschlag, der da durchgeführt wurde. Aber dieser 9-11 taucht in verschiedenen Kalendern immer wieder auf. Zum Beispiel ist im jüdischen Kalender beim 9-11 der Beginn des Ersten Weltkriegs. Aha. Zweimal. Also offiziell am 1.8. Ja, aber das ist umgerechnet tatsächlich ein 11. September bei uns. Ja, ja. Dann die Zerstörung des Jerusalem-Tempels, die zweimalige, ist auch jeweils an einem 11. September passiert. Dann hast du bei uns wiederum die Verdrehung. Wir haben den 9-11 im 9.11. Da haben wir ganz, ganz viele Daten, die damit zu tun haben. Zum Beispiel Mauerfall ist etwas, was dort stattgefunden hat. Dann haben wir Kristallnacht, die stattgefunden hat. Die Abdankung vom Kaiser war am 9.11. Ausrufung der Republik. Ausrufung der Republik gehört alles mit dazu. Dann haben wir 1848, 1849 und 9-11 mit der Hinrichtung von Robert Blum. Sehr interessante Persönlichkeit. Einfach mal gucken, was der politisch vor allem bewegen wollte und sich mal fragen, warum man den entsorgt hat. Und dann kannst du das Ganze noch spiegeln in verschiedenen Kalendersystemen. Man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, naja, wenn du das Ganze auf einem anderen Kalendersystem anguckst, dann sind die gregorianischen Daten teilweise im julianischen Kalender auch mit einem 9-11 behaftet. Da gibt es ein schönes Beispiel, das ist die Ermordung von JFK. Das hat stattgefunden am 22.11. gregorianisch gesehen. Und der gregorianische Kalender läuft im Vergleich zum julianischen 13 Tage, also mit einem Abstand von 13 Tagen. Das heißt, alles, was im julianischen läuft, ist 13 Tage vorher kalendarisch festgestellt. Und auf der julianischen Seite wäre das dann tatsächlich der 9. November, ein 9-11. Okay, ja. Ist es schon wieder so viel Zufall, dass es eigentlich kein Zufall sein kann? Wir können das nur anreißen, liebe Zuschauer, weil das würde wahrscheinlich mehrere Sendungen füllen, das Thema. Aber schon mal interessant, diese Verbindungen. Kann man da auch im Zusammenhang mit Kalender auch dieses offensichtliche erwähnen, Oktober, November, Dezember, September, der 7. Monat und so weiter, ist ja bis heute ein Widerspruch. Wir nehmen das ja gar nicht mehr wahr oder schon nie, haben es nie wahrgenommen. Ja, wenn man dann dran denkt, ja, stimmt eigentlich, wieso eigentlich Dezember 10, November 9, Oktober 8, September 7? Das ist ja auch nicht erklärbar. Das kommt aus dem Römischen. Das kommt aus dem Römischen Kalender. Den hat man vor der Einführung des Julianischen Kalenders. Das ist auch übrigens ein Trugschluss, dass das was mit Julius Caesar zu tun hat. Ja. Der Julianische Kalender und der Gregorianische Kalender bilden das männliche und weibliche Prinzip von Mond und Sonne ab. Ja, deswegen Julia und Gregor. Deswegen hat man das genommen. Ah, okay. Mhm. So, der Julianische Kalender orientiert sich an einem anderen Zyklus, da wird etwas anderes nach vorne gestellt. Und diese Zeitsysteme haben im Prinzip nur die Aufgabe, etwas abzubilden, was in der Natur abläuft. Ja, also wir haben ja jetzt im Prinzip da draußen einen Winter, wir stehen kurz vor der
Tag- und Nachtgleiche, 21. März. Und das ist etwas, das wird dir durch die Natur ja gezeigt. Das heißt, die Natur zeigt dir im Prinzip immer an, wie du oder wo du gerade in der Zeit bist. Die früheren Ausdrücke für den Kalender, die lauten Jahrweiser. Und der Jahrweiser war wie ein Kompass zu sehen. Der hat dir im Prinzip nur gezeigt, wo du im Jahr bist. Ja, ob du jetzt im Frühjahr bist oder im Spätjahr, hat man auch gebraucht. Macht auch Sinn, weil du musst im Frühjahr die Saat ausbringen, damit du im Herbst ernten kannst. Im Winter muss das Feld dann in Ruhe gelassen werden. Im Sommer, ja, alles, was halt dazu gehört. Deswegen brauchst du auch sowas, dass das Zeitsystem diesen natürlichen Zyklus darstellen kann. Wenn man jetzt diese Zeitsysteme anguckt, dann kannst du tatsächlich sagen, dass das Referenzjahr, was der gregorianische Kalender nimmt, nämlich das Jahr Null, etwas ist, was im Prinzip diese natürlichen Gegebenheiten abbildet. Warum sieht die Null aus, wie die Null aussieht? Das ist ein Kreis, ne? Wir hätten ja alles Mögliche für die Null nehmen können, aber wenn du es genau betrachtest, dann ist das, was draußen in der Natur abläuft, ein nicht endender Zyklus. Das heißt, wir bewegen uns in einem zyklischen Zeitprogramm, was sich über das Jahr immer wiederholt. Also wir werden jetzt Frühjahr haben, dann Sommer, dann Herbst, dann Winter, dann wieder Frühjahr, dann Sommer, dann Herbst. Da läuft im Prinzip das Jahr Null ständig ab, wo der Kalender sagt, das Jahr ist vergangen, was es eigentlich nicht ist. Der Kalender gibt dir nur eine Kodierung für dieses Jahr und dadurch hast du den Eindruck, du alterst, du wirst, die Zeit vergeht, ja, und dann hast du irgendwelche Versicherungsstatistiken, die dir dann sagen, naja, die Lebenserwartung ist bei 78 Jahren und dann guckst du mal auf die Uhr und denkst, okay, scheiße, ich sollte noch ein bisschen was tun, damit ich Rente kriege. Und so, das sind so die Prozesse, die dadurch im Prinzip angeschoben werden. Letzte Frage, weil das Kalenderthema können wir jetzt wahrscheinlich nicht in Vollständigkeit darstellen. Aber es ist ja auch unnatürlich, dieser Jahreswechsel mitten im Winter. Da ist ja kein Anhaltspunkt. 31. Also außer der 31. Dezember, ja. Wäre es nicht viel logischer, wenn das am Ende des Zyklus, zum Beispiel, wenn der Winter vorbei ist, der Jahres. Also das war auch mal so. Also ja. Jahresbeginn war ursprünglich tatsächlich mal im März. Ja. Und habe ich es vergessen, aber das war im römischen Kalender, gab es 13 Monate. Deswegen diese Dezember-November-Geschichte, die dann auch richtig gesetzt war. Aber dieser 13. Monat war dazu da, weil man sich ursprünglich nur am Mond orientiert hatte. Dadurch hat man im Prinzip eine Abweichung gehabt von ungefähr 13, 14 Tagen pro Jahr. Und dieser Zeitraum, das war der 13. Monat im Römischen. Und das war eine Zeit, wo, Achtung, keine Zinsen berechnet werden durften. Nicht so gut, ja. Ja. für die, ja. Michael, ich muss ganz kurz von Minimundus 5 Euro, ich fordere heute einen 5-Stunden-Stream mit dem Herrn Michael. Weiß nicht, ob ich so weit schauen komme. Wir mal, wie lange wir es packen. Ja. Ja, also wie gesagt, vielleicht haben wir auch das Interesse geweckt bei dem einen oder anderen. Das ist eben so, auch Michael, übrigens kann ich auch wieder, es wird auch hier empfohlen, auch ältere Videos von dir anzuschauen und so weiter. Da kann man sicherlich noch viel mehr erfahren, wie gesagt, unter den jeweiligen oder auf den jeweiligen Plattformen auf dem Kanal sind unter dem heutigen Livestream auch die Links zu Telegram und YouTube. Und ich meine, Michael, du hast es ja vor der Sendung, wir haben wirklich nicht lang, 2-3 Minuten, nur kurz abgestimmt, was machen wir spontan oder ein bisschen Stichworte, und wir haben uns ein bisschen Stichworte entschieden, aber wir sind ja schon wieder ganz woanders. Aber es ist super. Dass man natürlich auch aufpassen muss, wie soll ich sagen, ja, dass man sich da nicht verliert. Ja, das ist dieser Aluhut-Vorwurf, also, der ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, das muss man auch mal zugeben. Nee, natürlich nicht. Nochmal, also du kriegst es ja nur vorgesetzt. Also ja, es wird ja ein Gericht hingestellt und das Rezept dazu hast du nicht. Das heißt, du kannst nur in einer bestimmten Art und Weise dich dann nach hinten wieder durchhangeln und um zur Ursprünglichkeit von bestimmten Dingen eben zu kommen. Also ich kann rausschmecken, ob Salz drin ist, ich kann rausschmecken, ob Pfeffer drin ist, aber ich... Weiteres weiß ich dann nicht, ja. Und das ist mit jedem Thema so. Wenn du etwas hast, was gerade präsentiert wird, dann was ist das, was im Hintergrund abläuft? Ja, ob jetzt der Scholz da oben steht und sagt, die Taurus machen wir nicht, die ganze Regierung schreit, was ist los? Dann musst du dich fragen, was ist im Hintergrund gelaufen, dass sowas kommt? Ja, also es ist sowieso gerade
eine Zeit, wo ich sagen möchte, dass ich den Eindruck habe, wir befinden uns gerade im Jahr 1913. Also so kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, so kommt mir das gerade vor. Ja, so Schlafwandler, das Buch und so weiter, ja. Es gibt aber auch jetzt mal eine konkrete Frage, ganz aktuell. Heute hat die Bundeswehrfregatte Hessen gemeldet, oder die Meldung kam heute raus. Also erst kam die Meldung, das sind zwei Houthi-Drohnen, das stimmt auch. Also, das heißt, es stimmt auch. Das hat jetzt mit dem anderen Vorfall nichts zu tun. Das sind getrennte Vorfälle. Ja. Also zwei Houthi-Drohnen haben sie abgeschossen. Dann kam jetzt aber die Meldung, dass sie eine Drohne, unbekannte Drohne entdeckt haben, die mit zwei Raketen beschossen haben, vorher nochmal bei den Verbündeten gefragt haben, habt ihr die losgeschickt? Da kam keine Meldung. Das war also, dann stellte sich als amerikanische Drohne raus. Sie haben sie auch nicht getroffen. Ja. Ist auch nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme. Die Raketen fielen ins Meer, kostet ja nur 100.000 so ein Stück oder vielleicht mehr, was weiß ich. Übrigens auch umwelttechnisch, ja. Ich meine, ihr werdet ja nicht wissen, was da für Gift da drin ist. Er fällt einfach mal ins Meer. Nein. Ja. Und, ich fand die Schlagzeile bemerkenswert. Welche meinst du? Blamage. Ja, Blamage. Die Frage ist, wieso kommt sowas eigentlich raus? Wieso wird uns das gezeigt? Ja, das ist das Nächste. Ja, wie funktioniert das, dass so eine Meldung rauskommt? Ja, da frage ich mich dann auch immer, wer nimmt Scholz im Flughafen auf, wenn er eine komische Grimasse macht? Wer filmt Baerbock? Wie kommen die Bilder in den Mainstream? Welche Kraft ist das, die das befürwortet? Das kannst du ja auf alles transportieren, was momentan gerade irgendwie so merkwürdig ankommt. Und da kann man schon sagen, also naja, da scheint eine Energie dahinter zu sein, die möchte etwas aufmachen, eine Energie aufmachen, die bei dir im Verstand vielleicht auch die eine oder andere Frage mal zulässt. Ja. Wie das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt offensichtlich jemand, der die Aufgabe hat, diese Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es gibt Leute, die dankbar das Ganze dann auch veröffentlichen. Weil in der Vergangenheit hast du gemerkt, dass bestimmte Dinge vorgefertigt über die Presseagenturen rausgegeben wurden. Da waren sich alle Medien auch einig. Da wurde überall das Gleiche berichtet, das hast du gerade aktuell nicht mehr. Ja, also richtig. Nicht mehr so in der Form. Jetzt kommt wieder ein lieber Zuschauer und meint, alles nur Abwechslung. Und wenn alles Abwechslung ist, dann von was soll dann bitte abgelenkt werden? Also das ist da Ablenkung, nicht Abwechslung. Ablenkung meine ich natürlich. Ja, also ich gehe da schon mit der Ablenkung. Die Frage ist nur, wir muss halt dann differenzieren, was könnte Ablenkung sein und was könnte dann wirklich durchgerutscht sein. Es kommt nämlich noch in Verbindung mit dieser Fregatte Hessen noch die Meldung, die auch nicht stimmen muss. Ja, also militärisch, da muss man ganz vorsichtig sein, was da gemeldet wird, dass die Firma, die Geschosse oder die Raketen baut für diese Bewaffnung auf der Fregatte nicht mehr gibt. Also es gibt keine Munition mehr, angeblich. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sich bei der Bundeswehr mittlerweile alles vorstellen. Aber das will ich jetzt aber wirklich nicht als gegeben hinnehmen. So eine Meldung riecht nach, auch die riecht wirklich nach Ablenkung, dass die Leute was zu reden haben und dass der Russe denkt, okay, die stehen blank da, weiß ich nicht. Vielleicht stehen wir auch wirklich blank da, keine Ahnung. Aber ganz blank werden wir nicht dastehen, aber ich denke, wir haben momentan nicht, geben wir nicht das allerbeste Bild in der Welt ab. Und das ist ganz bewusst auch so gemacht. Ja, genau. Das möchte ich an der Stelle einfach. Ja, das könnte sagen, nur an das, dafür allein könnte es ja schon gemacht sein. Für diesen Effekt. Ja, dass wir immer mehr der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Wir, die Amis haben Glück, dass die deutsche Fregatte da unter der Drohne war, weil die trifft halt nichts. Irgendwie so, ja. Zwei Raketen, ich muss auch überlegen, ja. Also die Meldung an sich ist hammerhart. Und da gebe ich dir recht, das ist auch interessant, ja. Ja. Ist auch bezeichnend, weißt du, wenn dann der Mann aus Frankreich schreit, wir wollen da Bodentruppen. Der andere schreit, wir werden keine Raketen liefern. Die sind sich ja momentan alles andere als irgendwie einig. Also Einigkeit wird gerade eben nicht demonstriert. Und das ist auch sehr bemerkenswert. Also weißt du, man müsste sich viel mehr Sorgen machen, glaube ich, wenn halb Europa hinsteht und sagt, wir hauen jetzt da die Truppen in die Ukraine rein und dann gib ihm. Ja, also ändert aber nichts an der Terminologie, die gerade da draußen herrscht. Ja, und ich höre immer Kriegstüchtigkeit, Krieg, 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 ja, von vorne bis hinten. Ja. Und das ist das, was mir so ein bisschen zu denken gibt. Weißt du, was ist, wenn da irgendwie verschiedene Elemente kommen und dann irgendwann einer auftaucht und sagt, wir führen das jetzt alles zusammen und alle sagen das, was der sagt, ist richtig. Und dann hast du im Prinzip das, was
die EU braucht, um einen vereinheitlichten Staat dann darzustellen. Das kann auch in die Richtung gehen. Also was hältst du denn von der Theorie, dass es so eng ist, und das wäre jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte, dass sie einen Krieg vielleicht anzetteln, obwohl sie wissen, dass sie ihn verlieren werden oder zumindest nicht gewinnen werden und dann irgendwie da praktisch auch den Zusammenbruch, den teilweisen und damit auch Sachen vertuschen können oder einfach über Bord werfen, ja. Auch übrigens dann sowieso, also Demokratie haben wir ja hier nicht, aber die Scheindemokratie dann auch abschaffen bei Kriegszustand und Kriegsrecht und so weiter, hat ja auch seine Vorteile, außer für die Jungs, die da draußen auf dem Feld im Feld sind, sage ich mal. Natürlich. Und der Russe meint übrigens, also wenn Bodentruppen, NATO-Truppen in der Ukraine stehen, dann wird es unangenehm. Ja, ja, genau. Das ist die logische Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Also du kriegst natürlich auch eine Reaktion von der anderen Seite und dann hast du die Aufgabe zu sagen, okay, wie geht's jetzt weiter? Also ich sehe da auch Bestrebungen, die gesamte EU unter einen Hut zu kriegen mit einer, ja, Hauptstadtregierung, wie auch immer, um zu sagen, wir sind jetzt die EU-Nation. Da wurden auch bestimmte Prozesse schon durchgeführt bezüglich EU-Staatsbürgerschaft, die ins Leben gerufen worden ist. Das gibt's alles schon. Ja, das ist alles da. Dann wurden EU-Register aufgemacht zum Vermögen, um die Vermögenswerte abzufragen. Und das sind die Grundlagen, die ein Staat braucht. Bei uns läuft auch alles über Register. Ja, jeder Vermögenswert läuft in Deutschland über ein Register. Ja, das nennt sich Verwaltungsvermögen und wird vom Staat selbstverständlich zur Wertermittlung auch genutzt. Also das ist alles vorbereitet, das muss man auch mal von der Seite sehen. Und wenn, also ich halte es wirklich für fatal zu sagen, okay, es ist jetzt hier nur das eine möglich, dass das System kollabiert, ja, weil das und das und das passiert. Ja. Also ich habe vor langer, langer Zeit mal einen Satz gelesen und da möchte ich mal Jan van Helsingen nochmal in Erinnerung rufen, ein Schriftsteller aus den 90ern, 2000er Jahren, der mal den Satz formuliert hat, ich glaube, er war es, in der Politik passiert nichts zufällig. Mhm, mh. Das glaube ich ganz einfach, dass das keine Zufälle sind, dass da nichts passiert, was in irgendeiner Form jetzt vom Himmel fällt. Da ist ein Plan dahinter und da soll irgendwas umgesetzt werden und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz klar über Einflussnahme auf den Einzelnen transportiert wird. Weil wenn sie das nicht brauchen würden, gäbe es die Medien nicht. Ja, das mit dem Plan, da gehe ich voll mit, dass es keine Zufälle, dass es generell keine Zufälle gibt, aber aus einem anderen Grund, aber in der Politik das alles so gewollt ist, wie es passiert, ja, oder zumindest so angelegt ist. Aber jetzt kommen wir wieder in die höheren Sphären, dass ich behaupte, ja gut, was macht man denn, wenn, oder was ist denn, wenn, wenn andere jetzt auch Pläne haben und die durchsetzen? Nicht die bisherigen? Das ist es ja gerade. Also das ist das, was du ablesen kannst. Vor der C-Zeit war diese Globalisierung ja das Ziel, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier, was weiß ich, China als Markt, die alles produzieren, die ganze Welt damit beliefern. Global betrachtet, ein globales Finanzsystem, ein globales Regierungssystem, das ist schon, gibt auch Hollywood-Streifen, wo das schon dargestellt wurde. Ja, das gibt's auch. Mit einer Weltregierung beispielsweise. Ja? Also jeder Science-Fiction, der im Prinzip da draußen in Hollywood produziert wurde, hat eine Erdregierung und dann wurden andere Planeten kolonialisiert, so sagt man das. Da war das schon These. Ja? Und das heißt, du impfst ja die Massen im Prinzip auch mit einer Information diesbezüglich und da wurde alles dafür gemacht, dass das in diese Richtung geht, hundertprozentig. Ja? Also diese Zwangsdemokratisierung hat ja weltweit stattgefunden, mit Ausnahme von 3 Feindstaaten, die übrig geblieben sind. Richtig. Komischerweise. Ja. Sind es ja die Länder, die keine Zentralbank haben. Ja. Und ich wollte vielleicht noch, ja, ich will jetzt nicht total hin und her springen. Lass uns noch dabei bleiben. Ich halte es trotzdem für diese Kriegsgeschichte, wo du sagst, wir stehen wieder da, wo wir 1913 standen. Ich glaube eben nicht, dass sich Geschichte wirklich wiederholt. Ja, das glaube ich nicht. Ja, klar. Ich glaube aber auch den Spruch: Du kannst die Zukunft nicht, ja, die Zukunft nicht angehen, wenn du die Vergangenheit nicht kennst. Ja, so heißt der Spruch ungefähr. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir wirklich kurz vor einem Krieg stehen. Ehrlich gesagt. Wir können maximal 70 Jahre Vergangenheit abbilden.
Maximal. Also, wie meine ich das? Wenn du jetzt heute 18 bist, du hast deine Eltern, du hast deine Großeltern. Dann sind das Zeitzeugen. Das heißt, das sind Menschen, die dann wahrhaftig in dieser Zeit der Vergangenheit irgendwo gelebt haben und dann auch aus dieser Zeit berichten können. Und da ist so die Grenze 70 Jahre. Weiter zurück geht nicht. Alles, was davor liegt, wird dann über Bücher, Dokumentationen, ja. Schriften, Überlieferungen dargestellt. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn wir sagen, Geschichte wiederholt sich nicht. Also ich glaube, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Wenn du jetzt geschichtlich guckst und schaust an die spanische Grippe 1918 als Pandemie, wo Bilder aufgetaucht sind, ja, Maske tragen, sondern ab in Knast in der Form, wo Impfungen durchgeführt worden sind, das gleiche gepaart mit einem Krieg oder eine Finanzkrise, die im Anschluss kam, was wir jetzt auch haben, dann sind das schon deckungsgleiche Informationen, wo du sagen kannst, so ein Turnus 100 Jahre. Der Punkt geht an dich, das ja, jetzt gerade so aus. Ja, ja, der geht an dich, der so, Punkt, ja, definitiv, okay. So. Ist so. Dann hast du zum Beispiel an der Börse, hast du Zyklen, die sich wiederholen. Es geht auf, es geht ab. Ja. Es gibt ja diese verschiedenen Turni, sage ich mal, die sich auch immer wieder ein Stück weit wiederholen. Ich gehe schon mit, dass man sagt, okay, Vergangenheit ist Vergangenheit und das wiederholt sich nicht. Aber was sich aus meiner Sicht wiederholt, ist die Qualität der Information. Das heißt, das, was umgesetzt werden muss, man muss sich ganz klar machen, dass ein Kapitalismus darauf ausgelegt ist, einen Krieg zu finanzieren. Er kommt gar nicht drum rum. Das ist das, wo ich jetzt ein Stück weit drauf hoffe, dass dieses System, sagen wir, schon irgendwo den Schirm zumacht, damit das nicht passiert. Ja. Andererseits gibt es natürlich auch die Kräfte, die an dem festhalten, was sie ihr Leben lang gemacht haben. Ja, und so leicht ist das nicht, einfach zu sagen, wir schalten die jetzt ab. Oder weil King Charles jetzt da in der Klinik ist, hat er jetzt keinen Einfluss mehr. Ein Rothschild hat Nachkommen, ein King Charles hat Nachkommen. Und da sind so viele Leute involviert, die das weiter betreiben, was da im Vorfeld gemacht worden ist. Also ich würde mir jetzt keine großen Hoffnungen machen, dass es in den nächsten 14 Tagen das Geldsystem zusammenkracht. Also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig mit so einer Aussage. Deswegen mache ich auch solche Prophezeiungen nicht. Wie viel haben den Blackout vorhergesagt? Wie viel die Finanzcrashs? Ja, und da hat man manchmal auch in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, jetzt sage ich diese Woche, dann habe ich die höchste Chance, dass ich der bin, der recht hat. Ja, das dann immer wieder wiederholt wurde. Es gibt Leute, die haben 8-mal, 9-mal den Untergang prophezeit und. Also ja, du Moment, kannst immer nur das nehmen, Moment, was du gerade hast. Ne? Ja, aber es ist nun mal so, es auch wenn es jetzt vielleicht ein sozusagen ein zyklischer Zusammenbruch ist, ja, des Finanzsystems, ja, mit sozusagen auf Null stellen, Neustart, Reset, also nicht Great Reset, sondern hat man ja mehrmals in der Geschichte, also zumindest im 20. Jahrhundert. Aber es könnte dahingehend schon soweit wieder sein, ohne dass man jetzt da nur rein vom Zyklus, weil ich habe heute gelesen, die USA haben 30 Billionen Dollar Schulden. Ja, ja. Die zahlen mehr Schuldendienst, Zinsen als Militär. Und das Militär es hat mehr als alle anderen Länder zusammen, das Budget, das amerikanische Militär. Also haben die Russen nichts, da haben die Chinesen nichts dagegen, also von der Menge her, von dem Aufwand her. Und die Amerikaner, da gibt es eine Prognose, also 2030 wird es irgendwie bei 40 Billionen stehen und dann ist es irgendwann nicht mehr möglich, das zu bedienen. Parallel dazu ist dann die andere Front der Dollar als Leitwährung und Reservewährung. Und der wird immer schwächer, immer mehr Länder zahlen nicht mehr in Dollar oder verkaufen ihre Rohstoffe nicht mehr in Dollar, vor allem Öl. Das war ja immer die Weltwährung für Öl und Gas. Gehen raus. Die Amerikaner haben es ja mit Gaddafi und Iran und Irak ja noch immer wieder runtergehalten, dass es eben nicht passiert, weil sie wissen, das ist unser Geschäftsmodell und das bleibt bitteschön so. Und das funktioniert eben auch immer weniger. Die Russen werden immer, wie du schon richtig sagst, kriegen plötzlich richtig Einfluss. Die westlichen Sanktionen stärken eher Russland und schwächen den Westen. Aber sie sind wichtig, sagt Baerbock. Das ist auch so ein Irrsinn. Ja, wir müssen mehr Sanktionen machen, weil sie bisher nicht funktioniert haben. Machen wir mehr. Ja, das hat jetzt nicht Baerbock gesagt, sondern irgendein Finanzexperte. Aber also die Zeichen stehen halt auch am Himmel. Ja, mit Amerika. Ich sage nicht, dass USA morgen zusammenbricht.
Aber es ist auch ein total zerrissenes Land. Die haben eine riesen Flüchtlingsproblematik mittlerweile. Ja, Ja, auch ich kenne noch. da noch jemanden. Ja, das ist auch eine Parallele. Also, das schaut jetzt nicht gut aus, ja, für das System. Es ist richtig. Also ich glaube auch, dass da eine Veränderung kommen wird. Die muss kommen. Gerade was Wertstellung und Zahlungsmittel betrifft. Ja. Ich kann ja mal an Franz Hörmann erinnern. Er ist ein Wirtschaftswissenschaftler, mit dem ich ab und zu auch mal ein Interview gemacht habe, der zum Beispiel über die verlorene Lehre vom Geld referiert. Ja. Sehr interessant. Also Geld hat an sich schon einen praktikablen Zweck, muss man mal so sagen. Ja. Also wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, naja, ich brauche jetzt den Tisch, dann willst du den Tisch mitnehmen und dann ist ein Tauschmittel in Form von irgendwelchen werthaltigen Papieren mit Sicherheit eine Möglichkeit. Das Problem, was darin steckt, ist aber, dass diese Geldsysteme durch das Zentralbanksystem in diesen Schuldkult geführt wurden. Ja, wir haben es gerade vorher mal gehabt, vor der Sendung. Warum sagen wir immer, wir gehen auf die Bank und nicht in die Bank? Ja, warum benutzen wir das so? Warum heißt Geld Liquidität? Warum haben Banknoten ein Wasserzeichen? Ja, warum reden wir von Einnahmequellen? Warum fragst du deinen Kumpel, ob du flüssig bist? Ja, das sind alles so Begriffe, die auf etwas hindeuten. Und du kannst an der Stelle ganz klar sagen, dass auf die Bank gehen etwas ist, was nichts mit dem System zu tun hat. Das heißt, die Bank an sich in ihrer Form, wie sie da ist, produziert etwas, was der Staat nutzt. Ja, der Staat ist nicht die Bank. Der Staat ist derjenige, der das Zahlungsmittel für den Austausch, seinen Wirtschaftsverkehr und allen möglichen Zeugs dort benutzt. Aber der Hersteller ist jemand anders. Das kannst du auf dem Euroschein nachgucken. Deswegen steht da EZB und lauter komische Abkürzungen oben drauf. Und ganz hinten rechts außen ist ein Copyright auf dem Schein drauf. Das heißt, jemand hat das Urheberrecht zur Herstellung dieses Zahlungsmittels. Das ist der Kreditgeber. Also, um an deinen Fragenkatalog zu erinnern, warum wir Schuldner sind, weil dieses Zahlungsmittel, egal ob du es in deiner Tasche oder auf deiner Bank hast, als Kredit für den Staat gewertet werden muss. Weil der Hersteller sagt, ich gebe dir das, du darfst es nutzen, die fordern die Kredite nicht zurück, aber den Zinsdienst, den musst du für diese Mittel leisten. Ja, und so kannst du ganze Staaten kontrollieren. Und deswegen ist das, was gerade auf der Weltbühne passiert, mit diesen drei Elementen, die im Prinzip die Machtdarstellung des westlichen Systems darstellen, diesen Veränderungen hochinteressant. Das heißt, das könnte tatsächlich in eine Veränderung geführt werden. Ich nenne das mal so. Noch ein Wort kommt aus der Regie: Geldfluss. Ja, es wird wirklich jedes Gewässer Ja. irgendwo verwendet. Ja, Strom auch, Geldstrom sagt man auch. Ja, die Ströme, die Finanzströme, ja No. und so weiter. Ja. Je mehr du es aufmachst, dann kommen plötzlich die Begriffe und dann merkst du, das hat was mit Wasser zu tun. Ja? Es geht ums Wasser. Und wenn du sagst auf die Bank, ja, dann ist das der Ort, der über dem Wasser erreichbar ist. Das ist wie wenn du sagst, du gehst auf die Insel. Du sagst ja nicht, du gehst in die Insel, du sagst, du gehst auf die Insel. Ungefähr so musst du es dir vorstellen. Ja? Und die Begriffe sagen ja, deswegen auch die Symbolik auf dem Euro, ja? Die Brücken und die Fenster. Das sind Übergänge, das sind Portale. Ja, also ein Fenster ist ein Durchgang. Du kannst dann durchgehen durch etwas. Und eine Brücke kannst du etwas überqueren. Und was überquert man mit Brücken? Wasser. Ja, das ist der Weg in die Bank. Auf die Bank. Auf die Bank, genau. Ja, aber ich verstehe, ich glaube, die meisten die Zuschauer verstehen das auch, was du damit ausdrücken willst, wie du es meinst. Sagen wir mal so. Übrigens sind 34 Billionen, habe ich gerade gehört, hier aus den Steam-Chats der Amerikaner. Ja, also komm, Jetzt stimmt's. da wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Ja, eine, zwei, drei Billionen hin oder her. Also ich meine, Entschuldigung, das ist eh schon wurscht. Ja. Ist das alles Scheiße, Michael? Was sagst du vom Gefühl her? Nein, es ist nicht scheiße. Es ist einfach der Ausdruck der heutigen Zeit. Ja, die Zeit ist heute so. Wir haben ja auch, wenn du jetzt in den Geschichtsbüchern guckst, wo du mit Golddukaten und Talern und Batzen und was weiß ich ausgeglichen hast, deine Rechnung, da war das eben eine andere Qualität. Und das hat sich eben so entwickelt.
Und ich kann nur noch mal sagen, ich glaube, dass der größte Feind der Menschen momentan wirklich die Passivität ist. Ja, dieses nicht mehr denken wollen, dieses geistige Schlafen, ich möchte es mal so nennen, ja, also irgendwo, da möchte ich auch keine Schuld geben. Die Welt ist so aufgebaut, dass du in diesen Schlaf irgendwo reingeführt wirst, durch die Masse an Informationen. Ja, also das kannst du nicht so vergleichen, dass einer sitzt und pennt, sondern es sind so viele Informationen da, dass du dich auf das Wesentliche gar nicht mehr konzentrieren kannst. Sieht den Wald von lauter Bäume nicht mehr, ja. So ist es. Mhm. Das ist auch eine Form von Schlaf, es ist wie eine Art Hypnose, ja. Oder Überflutung einfach, ja. Einfach ja. Keine Möglichkeit mehr, das alles zu verarbeiten, ja, okay. Mhm. Da kannst du jetzt was aus der Bibel zitieren, ja, wenn man Bibel dann zugrunde legt, was ja auch etwas ist, was durch den Vatikan, ich möchte es mal so sagen, aufs Schwerste korrumpiert worden ist, ja, weil wenn die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, wer hat dann das Recht, diese Schrift zu verändern? Oft genug passiert, ja. Ja, genau. So, und da gibt es zum Beispiel diese Episode von Noah und der Arche. Mhm. Ja? Und da haben wir so ein Bild, da kriegt man dann ein Bild vermittelt, dass irgendein Typ da rumgerannt ist, irgendein Schiff gebastelt hat. Ja, das ist ganz komisch, dass in der Bibel dann auch ein ganz genauer Bauplan drin steht mit Längen, Höhen, Breitenangaben. Da sind also exakte Zahlen genannt worden. Ja? Mhm. Und dann praktisch durch die Flut hindurchfährt, dann werden ja alle Tiere da eingeladen. Also das wird alles mit reingenommen, plus, minus, also männlich, weiblich von jedem Exemplar, plus die Bäume und allem, was da und Pflanzen, alles ist dabei. Jetzt muss man sich nur klar machen, dass das einfach nur symbolisch zu betrachten ist. Also dieses Schiff ist nicht gebaut worden. Ja, es ist eine Geschichte, die etwas darstellen soll. Ein Gleichnis, wenn man so will, ja. Ein Gleichnis, ja. Und jetzt brauchst du das Deutsche. Die deutsche Sprache ist in der Lage, diese Ursprünglichkeiten aus der Bibel tatsächlich zu deuten. Ja, deswegen heißt das Deutsch. Das Wort Arche hat einen Ursprung, das kannst du zum Beispiel ableiten aus dem Ausdruck Archetypus. Mhm. Ja, da steckt die Arche drin. Und ein Archetypus ist zum Beispiel das Alphabet, das sind Archetypen, ja, also die Buchstaben. Oder die Zahlen von 0 bis 9, das sind Archetypen. Also es gibt ja im Prinzip eine ursprüngliche Darstellung von Schrift und auch von Zahlen und von Werten, die mit Symbolik dargestellt werden können. Arche bedeutet tatsächlich Wort. Und die Maße, die in der Bibel genannt werden, die haben numerologisch tatsächlich den Wert für den Ausdruck Zunge. Ja, das heißt also Sprache und Zunge. Jetzt musst du das Ganze noch zusammenführen. Du musst dich nur fragen, was bringt denn Noah durch die Flut? Und wie du es gerade gesagt hast, du bist in einer Flut. Wir sind in der Sintflut gerade. Es ist so viel Information da draußen. Das Einzige, was dich da durchbringt, das ist ist das Konstrukt der Arche. Und das ist die Sprache, an der du dein Leben lang ja baust. Deine Kommunikation mit dir selbst ist damit gemeint. Ja? Bleib in deiner Mitte, bleib bei dir und lass dich nicht von dieser Flut da draußen verführen. Das ist die Geschichte von Noah und der Arche. Das ist das, was damit gemeint ist. Ja? Und nicht irgendein Typ, der da... Ist ja auch ein bisschen unrealistisch. Ja, die gesamte Fauna und Flora und alle Tiere auf irgendein Holzschiff zu verfrachten. Da komme ich jetzt aber, da spanne ich jetzt mal einen Bogen, wenn du erlaubst. Ja, vielleicht liege ich auch falsch. Wir hatten auch, wie gesagt, das kurz angesprochen. Wir sind übrigens knapp 8200 Zuschauer, mein Lieber. Also das finde ich eine tolle Erkenntnis. Dann mal ein Gruß in die Welt. Ja, weil ich finde es toll, dass hier bei diesen Themen, die wir hier ansprechen, so viele Leute interessiert sind. Vielen Dank. Großes Kompliment an euch, liebe Leute. Gebe ich gerne zurück. Danke fürs Zuschauen. Genau. Was du auch in unserem kurzen Vorgespräch gesagt hast, was ich hochinteressant fand, weil sehen wir es doch mal so, liebe Zuschauer, lieber Michael, wir verzweifeln ja auch alle irgendwo an der Corona-Zeit im Rückblick zumindest, ja, sind damals verzweifelt, wie können da die Leute so mitgehen, wieso erkennen wir manche Sachen und die haben sich ja auch richtig da dann im Nachhinein herausgestellt, was wir damals schon erkannt haben oder gesagt haben. Und du hattest einen interessanten Idee, Theorie, wie auch immer, und darauf bin ich echt selber noch nicht gekommen, obwohl es so naheliegend ist, dass hier durch eine Massenpsychose, durch eine Masseninformation die Leute dann eben diese Angst aufgebaut haben
auch die es alles geglaubt haben, auch die es in die Welt getragen haben, auf jeder möglichen, bei jeder möglichen Gelegenheit, aber eben auch dauernd gedacht haben, oh, ich muss noch zum Testcenter, oh, ich muss aufpassen, habe ich noch genug Masken oder was auch immer damit zusammenhängt. Und das ist, bleibt eben nicht nur in deinem Kopf, diese gedankliche Energie, wenn ich so sagen kann, sondern die strömt auch von mir aus ins morphogenetische Feld oder in irgendwelche Felder und können dich sozusagen, also wirklich, das ist jetzt sehr laienhaft, aber können dich sozusagen infizieren oder treffen, kann man das so sagen? Also, mach du weiter, sonst rede ich einen Scheiß. Ja. Na, herzlichen Dank. Ja, also um das zu verstehen, muss man, wo fangen wir da an? Du kommst jetzt mit dem Thema tatsächlich zu den Freimaurern. Und dieses, das ist etwas, das wird zum Beispiel, wenn du es ganz an der Oberfläche betrachtest, dann hast du in den einzelnen Kanälen YouTube, da gibt es so viele Videos, die das irgendwo darstellen, ja, mit den beiden Säulen, mit den Schachbrettböden, mit diesem allsehenden Auge und dem der Pyramide und. Also all der ganze Kram, die drei Sechsten und ja, die Logos in verschiedenen Firmen und. Also, ich möchte mal an der Stelle ganz klar sagen, das ist alles nur, das ist tatsächlich Ablenkung. Ja, das ist Ablenkung, weil offensichtlich versteckt es ja niemand. Es ist ja überall sichtbar. Ergo, ich kenne niemanden, der sich fragt, was machen die denn eigentlich? Also mit was sind die eigentlich beschäftigt? Ich meine, die sitzen den ganzen Tag rum und malen irgendwelche Pyramiden an irgendwelche Hauswände oder auf irgendwelche Zeitungen oder auf irgendwas und damit die Welt sieht, die tun ja irgendwas. Mhm. Ja, irgendwas tun die. So, und jetzt gibt's einen sehr interessanten Bericht, der ist mir vor knapp 4 Jahren mal vor die Flinte geraten und dazu muss man sich mit den Logen mal beschäftigen. Und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, das ist jetzt erstmal rein wertfrei, ja, rein wertfrei. Einfach mal die Information aufnehmen, so wie sie jetzt kommt. Es ist ein Orden gegründet worden Ende des 19. Jahrhunderts in London. Das war der hermetische Orden der goldenen Dämmerung. Da sind dann so Namen drin wie Aleister Crowley, den kennen die meisten. Und die haben dann bestimmte Dinge praktiziert, wurden mehrere Tempel eröffnet. Ja, das hat man dann alles so ein bisschen im Untergrund gemacht. Und dort wurden bestimmte Techniken umgesetzt. Und diese Techniken, die beziehen sich auf etwas, was mit der Erschaffung eines künstlichen Bewusstseins zu tun hat. Im Prinzip eine KI. Ja. Ja. Nur in einer anderen Form. Und das, was die da gemacht haben, ist eigentlich etwas, was sich auf ein Manuskript bezieht. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Manuskript gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich weiß, dass es den Bericht gibt. Den gibt's. Ja, also den Bericht gibt's. Den kann man auch nachlesen. Das steht alles in der Öffentlichkeit. Ist alles da. Und dieses Manuskript beschreibt eine Art Vorgehensweise zur Erschaffung eines künstlichen Bewusstseins. Und jetzt hast du verschiedene Freimaurergrade, ja, diese 33 Stufen, die es da gibt, etc. pp. Und verschiedene Riten, die dann durchgeführt wurden. Und der Orden war nicht lange aktiv, so bis 1907, dann hat sich das wieder verflüssigt, das Ganze ist dann verschwunden. Aber aus diesem Orden sind verschiedene andere Orden entstanden. Und da sind zwei dabei, die sind heute noch in Deutschland aktiv. Also das ist Fakt. So, jetzt was passiert da? Man hat angefangen, sogenannte egregoriale Strukturen zu erschaffen. So nennt sich das. Also Egregoren nennt sich das. Mhm. Und eine egregoriale Struktur, die hängt davon ab, ob ein Mensch an eine bestimmte Idee glaubt und ob ein zweiter Mensch an diese Idee glaubt und ob ein dritter Mensch an diese Idee glaubt und so weiter und so fort. Und je mehr Menschen an eine Idee glauben, umso stärker wird dieses Gruppenbewusstsein. Und dieses Gruppenbewusstsein, das hat tatsächlich die Eigenschaft eines ganz normalen Bewusstseins eines Einzelnen. Es kann sich sogar verselbstständigen, also selbstständig aktiv werden. Wenn man das mal auf das eigene Leben runter reduziert, dann sollte sich, die meisten werden das gemerkt haben, wenn sie zum Beispiel in der Familie früher mal komplett für sich waren. Also Papa, Mama, du als Kleiner irgendwo dazwischen, dann ist das die kleinste egregoriale Struktur, die es gibt, weil diese drei Einheiten im Prinzip den Gedanken der Familie durch das Handeln und das Denken an die Familie aufrechterhalten haben. Da gab es zum Beispiel auch mal bestimmt Vorfälle, dass du einen Kumpel mit nach Hause gebracht hast, der dann irgendwie nicht dazu gepasst hat. Der gestört hat. Irgendwo. Der hat irgendwie gestört, ja. Ja, nicht im Negativen. Total easy war.
Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. So, und das kann da durchaus sein, dass dieses Bewusstsein, dieses Gruppenbewusstsein, was über die Länge und auch über die Aktivität dafür sorgt, dass bestimmte Entitäten dann nicht den Zutritt kriegen. Also die haben das laut dem Bericht dann wirklich praktiziert und durchgezogen bis hin zur Achtung, zur sichtbaren Manifestation. Das heißt, dass dieses Gruppenbewusstsein durch die Rituale, durch das, was sie gemacht haben, eine Verstofflichung erfahren hat. Jetzt kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber ich sag's nochmal, den Bericht gibt's, ja, den gibt es. Jetzt überträgst du das mal auf die heutige Zeit und frag dich mal, was war denn die C-Zeit? Was war denn Corona? Ja, kein Mensch hat diesen Virus gesehen. Es gibt keinen physischen Beweis dafür. Keine Mikroskopaufnahme, gar nichts, nichts. Gibt nichts. Ja? Es gibt ein Bild in der Bildzeitung, eine rote Kugel mit gelben Saugnäpfen. Ja, das ist hast du in den Kopf per Photoshop mal schnell generiert worden. Genau, ja? Und jetzt ist die Wechselwirkung eingetreten. Das heißt, Menschen haben angefangen, sich davor zu schützen, haben die Maske aufgezogen zum Beispiel. Und dann hast du gemerkt, dass das überall stattgefunden hat. Und je höher diese Quantität wird an mitwirkenden bewusster Energie, umso krasser nimmt dieses Bewusstsein dich dann auch ein. Es kann dann tatsächlich deinen Alltag bestimmen und das hat sich verselbstständigt. Das muss man sich ganz klar machen. Und irgendwann wurde das Ganze nicht mehr mit Energie versorgt, das heißt, immer weniger Menschen haben dran geglaubt, dann ist das langsam wieder verschwunden. Kann ich dazu den Begriff kollektives Gedächtnis beziehungsweise kollektives Bewusstsein, also ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter runter, ja, nicht so ganz hoch, damit meine ich jetzt so ein kollektives Wissen, was ja als wahr von allen anerkannt wird, wie zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, Holocaust, oh, solche Sachen, ja, oder Kriege oder halt irgendwelche historischen wahnsinnigen Ereignisse, die dann als gegeben und wahr angenommen oder so wahrgenommen werden, da hat keiner Zweifel dran, sage ich jetzt mal, also will jetzt hier nicht auch mich in Schwierigkeiten bringen, aber dass da auch schon uns falsche Sachen eingepflanzt wurden auf einer niedrigeren, nicht so wahnsinnig spirituellen Ebene und die immer weitergetragen wird, immer verfestigter wurde. Ja, natürlich, das ist absolut machbar. Also Egregoren findest du so ziemlich überall. Also die sind überall da. Also wenn du in einer Firma arbeiten gehst zum Beispiel, ja, dann wird der Chef eine bestimmte Firmenphilosophie rausgeben und er wird darauf angewiesen sein, dass die Mitarbeiter in den Gedanken sich natürlich logischerweise auch mit dieser Philosophie beschäftigen und dann in die Wechselwirkung gehen. Und das heißt, identifizieren und sie auch leben so und so weiter. Ja, so okay. Ja. Genau. Das kannst du ganz, ganz easy über Informationsvergabe natürlich machen. Und wenn du dann jetzt einen großen Kanal hast zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Boulevardblatt, was täglich erscheint, wo eine Schlagzeile rauskommt. Das ist deswegen so groß gemacht, damit du auch wirklich an der anderen Seite der Straßenkreuzung noch die Überschrift lesen kannst. Ja, dann ist da Informationseinfluss. Ja, das ist Einflussnahme. Und das funktioniert über eine vollkommen subliminale Ebene, die im Prinzip dann wirklich dafür sorgen kann, dass der Mensch in seinem Verhalten in bestimmte Richtungen gebracht werden kann. Nennen wir es mal so. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ich wollte jetzt gerade in die Richtung gehen, ohne dass wir uns jetzt hier selber permanent loben, aber es scheint ja Menschen zu geben, und dazu zähle ich mich zum Teil zumindest, zum kleinen Teil, weil ich weiß auch, dass ich viel falsches Wissen habe und total verschmutzt bin, weil ich bin einfach sozialisiert in dem Land und habe lange, lange auch an Sachen geglaubt, die sich heute als komplett lächerlich für mich darstellen, ja. Dass man sich fragt, ja, okay, wieso habe ich jetzt im März, April 2020 zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir sprechen, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gestanden, von dort berichtet, von den ersten C-Demos mit ein paar hundert Menschen, die das auch schon ziemlich konkret angezweifelt haben, ja, und ich auch, und mich auch nie da mit Maske und so weiter auf diese Maßnahmen eingelassen habe. Und wieso passiert das? Also ich will jetzt nicht behaupten oder ich will jetzt nicht hören, Michael, dass wir halt irgendwie beseelte
heilige, was weiß ich, geschickte Lichtgestalten sind. Ja, das geht mir ein bisschen zu weit. Das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Der Punkt ist, es gibt Menschen, die tun automatisch bestimmte Felder in ihrem Geist auf, um sich aktiv vor sowas zu schützen. Und das ist etwas, das kannst du zum Beispiel machen, wenn dein intuitives Feld, was du ja hast, ja, wenn dein Herz, deine Herzkraft, ja, sagt, das ist nicht meins. Ja, also ja. Ich kann es noch mal sagen. Also wer die Pandemie 2001 eingesetzt worden oder sagen wir mal 1995, dann wüsste ich jetzt nicht, ob ich mich dann hätte impfen lassen. Ja, das wüsste sehr ich gut. Nicht. Also ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Kann ich auch nicht. Würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich in einem völlig anderen Muster war, ja. Und ja, sehr gut. Mhm. Kommst irgendwann an einen Punkt, ja, da wird ja was, da geht was auf. Und dann kannst du es tatsächlich auch schaffen, dich vor solchen egregorialen Strukturen aktiv zu schützen. Und das ist das Einfachste, was jeder machen kann, indem man einfach sagt, nein. Und dann ignorierst du das. Gehst du aber in die Wechselwirkung, dass du sagst, ich stelle mich dagegen, dann förderst du es wieder. Gibst dir Energie rein. Du hast es ja im Kopf. Ja. Gibst dir Energie rein. Auch die andere Energie würde das Ganze dann wirklich mächtiger werden lassen. Und das ist das, was auf den Demonstrationen, das kannst du so erklären, tatsächlich dann auch passiert ist, dass dann wirklich die Durchsetzung von bestimmten Sachen dann tatsächlich gezeigt wurde. Dann hat ja derjenige, der in der Angst ist vor solchen Maßnahmen, praktisch noch das geliefert, was der Egregor oder dieses egregiale Bewusstsein auch braucht. Weil das sind genau die Schwingungsfelder, die so ein Gruppenbewusstsein tatsächlich braucht und von dem es sich ernährt. Boah, mir greift der Helm. Ja, es gibt einen schönen Bericht dazu. Das kann jeder rausfinden. Das ist ein 5-seitiger PDF. Da wird das relativ einfach erklärt. Und zwar von dem Autor, der heißt Frank Bender. Und das ist in der Raumzeit veröffentlicht worden. Eine Schwurbelzeitung. Ja, da steht nur Unwahres drin. 5 Seiten über egregoriale Strukturen, zum Beispiel, was in Fußballstadien passiert oder in der Kirche. Sehr spannend. Ja. Mit der Gefühlsenergie. Ja, Das nimmt ja teilweise in den Fußballstadien religiöse Züge an. Ja, wenn alle Menschen jetzt für den BVB da irgendwie, überleg mal, was das für eine Kraft ist, was das für eine Energie ist, die da entsteht. Das kannst du teilweise sogar sehen. Ja, das verdichtet sich teilweise sogar im Raum. Ich kenne Menschen, die können das sehen. Und es ist Fußballspiele ist ein gutes Beispiel, weil es ist nun mal so, dass die Heimmannschaft öfter gewinnt als die Auswärtsmannschaft, ja, zum Beispiel, ja. Kirche, Fußballspiel, auch ein Rockkonzert, ja, ja klar. Durchaus, ja, oder Oktoberfest. Immer ja, die Wechselwirkung, ja, es ist immer die Wechselwirkung. Und dann der Gedanken, die du im Kopf hast. Es ist so ein krasses Thema. Damit kannst du im Prinzip eigentlich alles relativ einfach erklären. Ja, also wenn du, und wie gesagt, aktiv schützen ist einfach nur nein. Einfach nur sagen nein. Ich guck was und guck was anderes an. Ich kenne so einen schönen Bruch, stell dir vor, es ist BRD und du machst einfach was anderes. Ja, ich kann dir sagen, das praktiziere ich auch zu einem kleinen Teil, aber auch noch nicht so lange, dass ich zum Beispiel auf Kommentare oder auf Twitter Antworten, die mich triggern sollen, die mich zwar immer noch triggern, ja, das gebe ich zu, aber ich mich zurückhalten kann und nichts einfach ihnen ignoriere, komplett, also auch gar nicht zu erkennen gebe, dass ich das gelesen habe, ja, um auch da die Energie rauszunehmen, damit der nicht weiß, hat er es jetzt gesehen oder nicht. Es ist nämlich das beschissenste Gefühl, ja, weil er gar nicht weiß, ob sein Schlag überhaupt getroffen hat, ja, und gut, ich habe dann immer noch Energie reingetan, weil ich es gelesen habe und mich kurz damit beschäftigt habe und mich zurückhalten muss, damit ich nicht jetzt wieder einen Fehler mache und diese Trigger-Antwort hochzuziehen, auch jetzt von Aufrufen her. Wenn ich mich da äußere dazu, dann sehen das mehr Menschen, vollkommen klar, ja. Das kommt auch noch dazu, das ist so die Ebene im Social Media, ja, da verbreitest du ja auch Energie, ja, nichts anderes. Klar. Und aber ich glaube, der Tipp, liebe Zuschauer, ist wirklich Nein sagen. Und das dazu gehört auch, so weit wie möglich, ohne dass man jetzt in den Wald ziehen muss und sich da irgendwo verkriechen muss, raus aus dem System oder dem System Energie entziehen. Ja,
Im Sinne der gedanklichen Kraft, natürlich. Ja. Auch Und praktisch, auch praktisch. ja Ja, klar, also das Geldsystem, was wir haben, ist eine egregoreale Struktur. Du weißt ganz genau, wenn du einen 20-Euro-Schein in der Hand hast, dass der an der Tankstelle den annimmt, weil der auch glaubt, das sind 20 Euro. Das ist nur der Gedanke. Du weißt, es ist nur ein bunter Zettel. ja, so So krass ist ist das, ja. nochmal, das ist eigentlich eine schöne Erklärung nochmal, weil das so ein bisschen abstrakt ist, wenn man sagt, das ist nur ein Versprechen. Dieser Baumwolllappen in Wert von 8 Cent oder was, wenn man jetzt nochmal diese Einheit nehmen will, ja, ist plötzlich 100 Euro wert, weil wir alle dran glauben. Weil alle es akzeptieren. Ja? So ist es. Das ist eine egregoreale Struktur. Also Ja, wir haben die hier funktioniert genauso. 8.300 Zuschauer, mein Lieber, und du wirst hier Immer noch. regelrecht gefeiert. Ja, es gehen manche raus und sagen, mir kreist der Helm, aber so, liebe Zuschauer, wir nähern uns da ja auch an. Deswegen habe ich ja auch finde ich so toll, dass der Michael, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und wir hier auch solche Themen besprechen können, weil es ist wirklich ganz ganz schwer, auch für mich, ja, immer wieder sich da. Nicht immer wieder, sondern wie soll ich sagen? Also man macht ja auch dauernd Fehler und denkt da nicht dran, ja, sage ich mal so, Ja, ja. aber ich darf dir sagen, das geht mir genauso. Also jetzt nicht denken, dass ich da, jetzt, wie du schon gesagt hast, eine Hütte im Wald habe und völlig raus bin. Ich bin mit dem System auch noch interaktiv. Das musst du ja auch sein. Das Ja, geht nicht klar. anders. Ja. Es geht nur darum, was ist das, was du glaubst? Ja? Wo glaubst du denn dran? Das Handeln ist schon klar, du musst bestimmte Dinge tun, sonst geht ja nicht anders. Ja? Wir nutzen ja auch die KI gerade. Und sonst wäre die Sendung nicht möglich. Also auch das ist etwas, was du logischerweise auch mit dem Glauben ein Stück weit verbindest, wo du sagst, naja, wir machen heute Abend eine Sendung, wir werden Zuschauer haben, dann wird Information ausgetauscht, dann geht das raus in die Welt. Und dann entsteht das Gleiche. Es entsteht immer ein Feld in Form von Austausch von Energie im Sinne der Information. Frage, weil das kommt gerade auch in den Streamchats. Wir haben so tolle Zuschauer. Michael, du hast ja auch, ich glaube, auch deine Zuschauer natürlich über deinen Kanal hier eingeladen. Die begrüße ich auch mal ganz herzlich, die vielleicht noch selten oder gar nicht hier bei uns waren. Herzlich willkommen. Und zwar, das habe ich ja auch im Salongespräch, ist das ein Thema, Mike kommt da immer wieder drauf, Stichwort Honigfalle. Ja. Also eigentlich ist alles eine Honigfalle, was wir jetzt gerade besprochen haben, wenn man so will. Ja, klar. Das wird ja auch so gemacht letztendlich. Ja? Also, und dann natürlich Angst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn du die C-Zeit betrachtest, dann ist Ja, das ja. geprägt gewesen durch Angst. Das war die Überschrift über alles. Ja? Also so viel Tote, so viel Krankheitsfälle, dann Bringst keine deine Betten Großeltern mehr. um, bringst deine Genau, ja, Familie also es ist. um, ja, 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 jetzt ja. überleg mal, wie tief das ging, dass teilweise Familien sich entzweit haben, ja, weil der eine gesagt hat, so, also das ist richtig brachial durchgelaufen. Und das ist etwas, das hat was tatsächlich mit der Energie und mit der Wechselwirkung des Menschen zu tun. Also geh da in das Muster oder geh da nicht rein. Und selbst wenn du nicht reingehst, dann ist genau das, was entsteht, auch etwas, was das Ganze aufrechterhält. Und das kann nur sterben, und das kann wirklich sterben übrigens, wenn du das Ganze nicht mehr mit Energie versorgst. Ja, also mit der gedanklichen Kraft einfach nicht mehr versorgst. Wie Dann eine gehen die Dinge Zelle, kaputt. die keine Energie mehr bekommt und dadurch abstirbt. Ja. Genau. Ja. Naja, Entschuldigung. nein, Michael, nee, es ist ein super Gespräch. Ich meine, man muss da ja natürlich irgendwo auch einen Weg finden für sich, und der ist mit Kompromissen gepflastert momentan. Ja, wir sind ja momentan in einer Zeit, wo wir praktisch im permanenten Kompromiss leben. Wenn ich so könnte, wie ich wollte, dann hätte ich halt dann nichts mehr zu essen, ja, sozusagen, ja, wenn man so will, ja. Und vielleicht auch keine Wohnung mehr. Und ja, wie soll ich sagen? Also es ist wirklich. Das wird auch heute Abend nicht geklärt werden können, da wären wir ja jetzt die Supermänner, aber es ist eine Annäherung. Ich finde es richtig geil gerade. Ja? Es ist eine Annäherung und wir tasten uns daran. Du bist da sicherlich weiter, wenn es jetzt auch nicht als Olympiade man betrachten soll, weiter vorne schon im Sumpf oder im Kaninchenbau oder wie man das auch immer nennen will. Es ist wirklich hammerhart, ja. Es ist hammerhart. Da werden auch übrigens diese ganzen Figuren wie Habeck und Scholz irgendwie komplett unwichtig. Ja, das ist dann wirklich. Da kannst du dann ganz locker Nein sagen plötzlich. Ja, sagen nee, die sind es ja gar nicht. Ja, irgendwie.
Ja. Ist es auch nicht, ne? Das ist es nicht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du den richtigen Energien den Vorzug gibst. Das ist ganz wichtig. Ja? Also zum Beispiel, wo ist denn das Positive? Was ist das Positive aktuell an dieser Zeit? Wo sind die positiven Gedanken? Und weißt du, wenn du dich mit Menschen austauschst, was erzählen sie dir denn? Die erzählen dir alle, wie viel Druck sie haben, was alles nicht geht, wie schwierig es gerade ist. Ja? Und das ist es schon. Da merkst du schon, dass das einzelne Bewusstsein schon so korrumpiert ist, dass das gar nicht anders kann. Ich kenne keinen, der sagt, boah, ich kann, ich habe die Möglichkeit gefunden, ich habe da was gefunden. Bei mir gehen gerade die Tür da auf oder da auf. Es sind ganz, ganz wenige Ist Menschen, ein die von Ja, sich aber aus mal in dem Bereich. du hast in einem Gespräch, gut, dass ich mich daran erinnere, weil das fand ich so geil von dir, wo wir die Sendung ausgemacht haben, wann wir die machen, vor ein, zwei Wochen, hatten wir telefoniert und da war gerade aktuell, jetzt komme ich doch nochmal auf den Habeck, ja, und das fand ich so eine tolle Sichtweise, auf die bin ich gar nicht gekommen in dem Moment, also noch nicht. Du hast es mir dann gesagt und zwar, liebe Zuschauer, Habeck hat doch vor 7, 10 Tagen irgendwann rausgehauen, der Wirtschaft geht es schlecht, weil, das hat er jetzt vielleicht jetzt nicht als einzigen Grund genannt, als eine der Hauptgründe, weil der Krankenstand so hoch ist. Ja, also es sind so viele Leute krank. Wenn man das jetzt mal vom Anfang aufrollt, dann mit anderen Worten, sie haben die Leute krank gemacht und jetzt werfen sie ihnen vor und geben ihnen die Schuld, dass sie krank sind und deswegen die Wirtschaft schlecht läuft. Das, so ist doch der Genau, Mechanismus. und damit förderst du im Prinzip wieder die Energie. Ja? Das ist derjenige, der das annimmt, der dann auch sagt, Scheiße, ja klar, am besten ich melde jetzt, ja, ich habe mal so einen Krankenschein, aber ich gehe trotzdem arbeiten. Ja. Da gibt es bestimmt einige, die dann sagen, auf lauter Verantwortungsbewusstsein, die meinen es dann auch noch gut. Das ist ja das Krasse an der ganzen Geschichte. Die dann denken, sie tun das Richtige. Die springen dann auch noch auf den Zug auf und sagen, naja, gut, okay, damit das nicht weitergeht, gehe ich jetzt noch mal arbeiten. Aber da steckt eine ganz andere Botschaft drin. Ja, da steckt drin, hey, Wirtschaftslage und Scheiße und was weiß ich. Da wird einfach auch diese ganze Agenda durch diese Energie aufrechterhalten. Das ist tatsächlich so. Schönes Beispiel, also kam von Michael mit diesem, du hast glaube ich gesagt, stell dir mal vor, jetzt gibt er den Leuten auch noch die Schuld an der Wirtschaft, ja, weil sie zu Ja, viel klar. krank sind, ja. Also perfider Also geht es ja gar generell kannst du nicht. sagen, ja, du bist im Fitnessstudio und dann kommt der Trainer rein und sagt, ey, pass auf, ich stelle jetzt den Stepper auf die höchste Stufe und dann stehe ich zum Beispiel da mit meinem Schenkelchen und versuche den runterzudrücken und dann bin ich noch schuld, wenn ich ihn nicht runtergedrückt kriege. Genau. So auf die Art. Ja. Also nach dem Motto, wenn du nicht Schwarzenegger 2 bist, dann schaffst du es sowieso nicht und dann tu mal was und der Art. Ja, also das ist diese Qualität der Information, aber da steckt immer der energetische Ansatz eben auch mit drin. Ich möchte gar nicht in die Esoterik, spirituell, das sind alles so verbrauchte Begriffe, die sind schon so korrumpiert, dass das nicht mehr passt. Ich sage immer Ja, schon ein bisschen energetisch. verbrannt, das stimmt. Aber ich will noch mal drauf zurückgehen. Ich bin ja immer jemand, der das Glas halb voll sieht. Ja, vielleicht auch eine naive Grundeinstellung, aber das bin ich nun mal. Da will ich auch gar nicht raus und will ja gar nicht dagegen ankämpfen, um Gottes Willen. Ja, ich bin mit mir ziemlich zufrieden, sage ich mal. Und weil du gesagt hast, da gebe ich dir recht, die Erfahrung mache ich auch, dass die Leute jetzt nicht gerade sagen, bei mir läuft es gerade super geil oder ich habe hier ganz neue Perspektiven oder ich habe Ideen und die kann ich verwirklichen oder wie auch immer. Es ist ein bisschen so ein Dahinsiechen, ja, und schleppen, sich weiterschleppen irgendwo und schauen, dass alles funktioniert. Aber ich kann sagen, durch diese Zeit, seit 2015 kann ich sagen, aber ganz krass natürlich seit Corona, aber das war jetzt nicht, hat es nicht mit Corona direkt angefangen, meine Fragenstellerei, sage ich mal, ja, ist ja alles nicht so lang her. Aber bei mir, in meinem eigenen Leben, hat sich was Positives geändert in meinen Sichtweisen. Ich schaue, dass ich immer weniger Zeug aus dem Supermarkt kaufe. Ich schaue, dass ich immer weniger Zeug aus dem Supermarkt benutze, also gerade auch Kosmetik, Zahnpflege. Ich schaue, dass ich nicht, habe ich zwar nie gemacht, aber auch was ich trage an Kleidung, ja, welche Gifte ich vielleicht möglichst nicht mehr. Gut, ich rauche, ja, ich weiß, liebe Leute, das ist ein Widerspruch, das gebe ich zu. Es ist Aber kein Widerspruch. ja, Moment, wir können, ich als Raucher und du als Raucher, wir können ja sagen, wer behauptet eigentlich, dass Rauchen Lungenkrebs macht? Das ist ja auch so eine Geschichte und so weiter. Ich weiß, ja. Wollen wir jetzt, ich will das auch, das werden wir jetzt beide hier heute nicht feststellen, Alles aber gut. ich will Ich nur dachte, ich springe dir zur sagen, Seite. ja, nee, danke dir, ja, ich habe schon gemerkt, aber ich will nur sagen, ich wäre nicht, ich hätte das nicht gemacht, wenn es nicht diese Zeit gewesen wäre.
Ich war totaler Konsument, ich war McDonalds-Fresser, Kentucky Fried Chicken, ich habe mir jeden Dreck von der Autobahnraststätte reingezogen, das war mir alles scheißegal. Habe überhaupt keine Gedanken ja, gemacht, null. Das ist ja der Punkt. Also irgendwann kommst du an diesen Bereich. Ja? Und das ist vielleicht das, wenn man jetzt sagt, wir gehen mal in dieses Kollektiv. Das ist so ein bescheuertes Wort geworden. Gell? Das erinnert mich auch ein bisschen an, letztens habe ich es benutzt, da habe ich einen Kommentar bekommen, können wir mal was anderes sagen wie Kollektiv? Ja, ich erinnere mich immer an die DDR. Ja, es ist auch ein bisschen verbrannt, Gemeinschaft. Oder? Nennen wir es einfach mal das Allbewusstsein von allen, ja, in irgendeiner Form. So, jetzt hast du eine Welt aufgebaut, ja, die besteht aus Materialismus. Ja, jetzt ist alles erschaffen worden, was es gibt. Es gibt die tollsten Handys, die besten Autos. Es gibt, digital, alles da. Krass. Und jetzt kommt die AI dazu, die automatische Intelligenz, ja, die im Prinzip für dich noch die Texte entwirft und. Da siehst du schon, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, dass das irgendwann an einen Punkt kommt, wo einfach auch eine ganz natürliche Kraft im Menschen sich einschaltet und sagt, jetzt ist gut. Okay. Das kann es nicht sein. Da kommt ein ganz anderer Wert plötzlich hoch. Und das ist etwas, das kannst du nur mit dem Ausdruck der Akausalität beschreiben. Es gibt ein wunderschönes Buch von Friedrich Weinreb, das nennt sich Schöpfung im Wort. Schöpfung im Wort. Das kann ich jedem nur empfehlen. Da gibt es diesen Bereich, der beschreibt das als Krümmung. Das heißt, es gibt irgendwann den Weg, den du gehst, und du bist irgendwann an einem Punkt angekommen, wo du am weitesten weg bist von dir. Und dann greift irgendwo etwas ein, das kannst du nicht erklären. Das ist eine völlig natürliche Kraft, die dich im Prinzip zur Umkehr einleitet. Ja, und das kannst du auf das Allbewusstsein beziehen, dass die gesamte Menschheit im Prinzip an einen Punkt geführt worden ist, in dem dann irgendwo der Raum plötzlich aufging, damit das umgedreht werden kann, dass das eine völlig natürliche Kraft ist. Und das kannst du auch zyklisch betrachten. Und so ist jeder Reset im Prinzip auch auf das runterzubrechen, kannst du fast sagen. Woher willst du wissen, was vor 2000 Jahren war? Wir sehen so viele alte Kulturen dastehen, die irgendwann mal in voller Blüte wohl dagestanden haben und ja heute nicht mehr da sind. Da wurde etwas auch eingeleitet, dass etwas zurückging. Und umgekehrt hat. Das kann man so sagen. Ob das nun ein Krieg war oder die einfach aufgehört haben, diesen Kräften eine Energie zu geben, das kann ja auch sein. Das weißt du alles nicht. Ja. Mein Lieber, ich würde gern nochmal auf die Niederungen der momentanen Politik zurückkommen, ja, um da nochmal anzuknüpfen. Ich weiß, da bist du jetzt vielleicht jetzt auch, erwische ich dich vielleicht auf ein bisschen falschen Fuß, aber da bisschen, also du informiert wirst du auch sein. Worauf ich hinaus will, was auch ganz interessant ist, weil Politik hat keine Zufälle, aber sagen wir mal so, es gibt diesen 2+4 Vertrag. Ja, den gibt es einfach. Verträge sind da irgendwo auch Schall und Rauch, wenn man so will. Ja, Verträge sind dafür da, gebrochen zu werden. Ja, gibt ja dieses Sprichwort. Wenn der Deutsche jetzt hier anfängt, wirklich, also eigentlich ist er ja schon in der Kriegsbeteiligung, kann man so durchaus interpretieren. Ja, mit derartigen massiven Hilfen, und die Russen wissen auch, dass deutsche Soldaten, also jetzt nicht Kampftruppen, aber irgendwelche Spezialisten und so weiter in der Ukraine, und nicht nur die, sondern Engländer, Franzosen, Amerikaner da rumschwören, und das schon seit Jahren. Und jetzt im Krieg natürlich noch mehr. Und es ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil ich habe es letztes Mal schon in der Sendung gesagt, die Duma und auch bei russischen Abgeordneten und insgesamt in der, vielleicht jetzt nicht in der Gesellschaft, aber es ist ein Thema in bestimmten Kreisen, dass dieser 2+4 Vertrag ja auch gekündigt werden kann wegen Nicht-Vertragstreue. Ja, das heißt dann im Endeffekt, Russland als Rechtsnachfolger, die Russische Föderation als Rechtsnachfolger der Sowjetunion ist Siegermacht. Und ich wusste es auch nicht, das Siegerrecht, das alliierte Siegerrecht steht über dem Grundgesetz immer noch. Und der Russe kann sagen, wir wollen unser SPZ wieder, und die nehmen wir uns jetzt einfach wieder. Und die Wiedervereinigung könnt ihr übrigens auch vergessen. Diese Möglichkeit besteht. Ich möchte dem Russen jetzt nichts Negatives unterstellen, das liegt mir fern. Durch die Auflösung des 2+4 Vertrags wäre allerdings auch die Möglichkeit gegeben, dass Deutschland in seinen Ursprungsgrenzen wieder anerkannt werden muss. Der Russe hat Genscher, wenn das stimmt, Ostpreußen, Königsberg, und die Polen waren sogar einverstanden. Die Russen haben das, glaube ich, irgendwie hingedeichselt. Und die Deutschen haben abgelehnt. Wollen wir nicht haben. Ja. Damals.
Also auch das könnte sein. Und das gibt ja ganz viele, ja, wenn du genau guckst, dann stellst du fest, dass in vielen Bereichen ein bestimmtes Framing schon abläuft. Ja, da wird also auch schon unterschwellig, werden bestimmte Informationen gesendet. Da gibt es einen sehr, sehr guten Kanal, der sich damit sehr, sehr gut beschäftigt hat. Und einfach mal reingucken, ja, also wer sich dafür interessiert. Also von daher, da gibt es auch ein Framing, was diese Energie befeuert. Aber ich kann nur noch mal sagen, auch das ist etwas, was davon abhängt, ob es Menschen dann auch glauben. Ja, das ist letztendlich so. Gut, Weil. das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es den Leuten ausgetrieben wurde. Ja, Mit ja. Reichsbürger, jetzt aktuell, aber immer schon, die Grenzen, das ist weg, die deutschen Gebiete sind weg, das könnt ihr vergessen. Parallel Ja. aber, interessanterweise, haben die Polen, nachdem sie diese Gebiete zugesprochen bekommen haben, mussten ja praktisch von ihrer Ostgrenze was der Ukraine geben, ja, das ist ja auch so eine Geschichte, die der Putin angesprochen hat, das ist auch nicht Ja. rechtlich okay, da wohnen Russen, Polen in der Ukraine, also Nachfahren, die da eigentlich gar nichts mit der Ukraine zu tun haben und so weiter. Dass in Polen nach dem Krieg in den deutschen Gebieten bis zum heutigen Tag oder zumindest während der gesamten Ostblockzeit und bis zum heutigen Tag weniger investiert wurde, weil die Polen immer ein Restrisiko gesehen haben, dass ihnen das wieder weggenommen werden kann und deswegen werden sie da Infrastruktur und Industrieansiedlung und so weiter. Natürlich ist da schon was passiert, aber weniger als in den ursprünglichen polnischen, rein polnischen Gebieten. Ja, Ja, das ist, also wie interessant. gesagt, also das ist interessant, das ist auch eine interessante Eingebung, die da komischerweise auch bei uns wieder nicht im Mainstream auftaucht, sondern über ausländische Quellen gezeigt werden müssen. Aber es ist Fakt, das ist so und da besteht tatsächlich eine, ja, wenn der Vertrag als nichtig oder gekündigt wird, dann gilt Ursprungszustand aus meiner Sicht. Und dann, es gibt gerade nichts an Möglichkeiten, was es nicht gibt. Also dann kann ich mir schon ein kleines Rittergut aussuchen in Ostpreußen oder wie jetzt, ja? Also Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ja, vor allem, mit was willst du denn bezahlen, wenn der Euro nicht mehr da ist? Gold. Wieso Oder bezahlen? wenn du so viel Wieso denn hast. überhaupt bezahlen? Das gehört uns. Ich habe das nicht gesagt. Kleiner Scherz. Ja, Satire. Genau, ja, was denn sonst? Bitte, ich bitte dich. Nein, aber es ist wirklich, liebe Zuschauer, auch daran erkennt ihr, dass wir überhaupt darüber sprechen. Lieber Michael, das wäre doch vor 10 Jahren undenkbar gewesen, da wärst du irgendwie verrückt für verrückt erklärt worden oder sagen, sag mal, spinnst du, jetzt kommst du hier mit den Grenzen von 37 oder was weiß ich an, ja. Ja, die werden ja aber genannt. Das ist immer das, weißt du? Diese Informationen sind ja unterwegs und das kann ja auch keiner leugnen, dass da nicht irgendwie was mit den Gebieten zusammenhängt. Das ist einfach so. Fakt, ja. Ich habe das erste Buch gelesen diesbezüglich, das war Jan van Helsing mit Hände weg von diesem Buch, kann ich mich noch daran erinnern, der dann auf, da ging bei mir so eine Lampe auf, also Artikel 23 Grundgesetz ist verschwunden mit dem Geltungsbereich, wo ich mich dann gefragt habe, Moment mal, wie kann das denn sein, wenn das nicht mehr, dann gilt das Grundgesetz jetzt weltweit oder nur bei mir zu Hause oder wie ist das? Ja, Das waren so die ersten Fragen, die ich dann hatte. Ne? aber ich finde es auch charmant, ehrlich gesagt, ja, das hat der Dr. Klaus Maurer, den hatte ich kürzlich da, der sich da ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, mit Staatssouveränität, mit Völkerrecht, mit Staatsrecht. Und der mal ganz trocken in der Sendung meinte, naja, also das Bundesaußenministerium zum Beispiel oder auch andere Ministerien wie das Wirtschaftsministerium liegen nun mal im sowjetischen Sektor von Berlin, ja. Und auch das Brandenburger Tor übrigens und damit auch das Hotel Adlon und die französische und deutsch und Ja, und der amerikanische Flughafen. Botschaft. Ja, richtig, ja, genau, das ist ja so alles SBZ rund um Berlin, Brandenburg, ja. Sehr gut, richtig, ja. Also ich meine, wir spinnen Ja, jetzt ein gab ja bisschen, lange Leute, aber Zeit. es ist jetzt nicht ganz ohne irgendeine zugegeben sehr schwammigen Untergrund, ja. Also wir hängen nicht total in der Luft. Ja, das ist jetzt nicht nur unsere Erfindung.
Nein, natürlich nicht. Es ist ja das, was da ist. Also das meine ich jetzt. Weißt du, du hast das Rezept nicht, verstehst du? Du hast das Gericht. Du kannst das angucken, was das Schnitzel mit dem Kartoffelbrei vor der Tür auf deinem Tisch. Du kannst sehen, das ist ein Schnitzel, das ist Kartoffelbrei, aber du weißt nicht, wie der gemacht worden ist. Das weißt du alles nicht. Und da kannst du jetzt nur sagen, ich kann das nehmen, was ich sehe, und von da kann ich mir dann irgendwas ableiten. Ja, und das ist ein großes Problem, wenn dann viele Informationen miteinander vermischt werden. Ich habe da schon Sachen gesehen, da dachte ich, oh Gott, wie kann man nur? Weißt, du musst aber auch kritisch bleiben bei der ganzen Geschichte. Das ist ganz wichtig. Ja, und ich kann nur sagen, jetzt auf den Zustand sich zu berufen, der halbgegoren da jetzt irgendwie in der Informationswelt rumfliegt und dann vielleicht noch einen Brief abschicken, das würde ich bei keinem irgendwie empfehlen. Also ganz, ganz, ganz klar. Da kann man mal schwurbeln, das ist in Ordnung. Und aber darüber hinaus würde ich einfach sagen, es ist erstmal ein Gedanke und das soll es erstmal auch bleiben. Und alles andere Muss wird die reifen, ja, Weltgeschichte sowieso zeigen. es muss sich zeigen. Jetzt aber nochmal eine Frage an dich, Michael, die mich auch sehr interessiert, deine Antwort. Du begleitest und ja, hast es ja viel intensiver als viele andere Menschen beobachtet. Die ganze C-Zeit, ja, meine ich jetzt mal, also ganz, ganz aktuell die letzten Jahre. Und dann vor allem, wie du ganz richtig sagst, das Ding ist irgendwie, das stimmt schon, es ist wirklich ausgetrocknet. Ja, die Leute haben es einfach nicht mehr geglaubt. Ja, die sind nicht mehr in der Bahn mit der Maske gewesen, immer weniger waren mit Maske. Das hat man auch so äußerlich dann auch festgestellt und viele andere Sachen. Und es fand dann eben auch statt, dass mir immer mehr Leute Fragen gestellt haben. Dann kam diese Impfschadengeschichte, die jetzt zwar noch immer versucht wird, unter den Deckel zu halten, aber sie springt schon mal immer wieder hoch. Und lässt sich nicht ganz verbergen. Hast du den Eindruck, wie ich, das sage ich mal vorweg, dass immer mehr Leute, vielleicht noch nicht nach außen sichtbar, aber das ist ja schon viel wert, wie wir es gerade festgestellt haben, wenn sie es denken, sich Fragen stellen, die sie vorher nicht gestellt haben? Ja, natürlich habe ich das. Das merkst du, ja. Also das kannst du immer selber testen. Ich mache das mal gerne beim Einkaufen, ja, dass ich an der Kasse mal irgendwas fallen lasse, so einen Spruch raushauen, dann siehst du ja, ob jemand drauf reagiert oder Ja, nicht. Das ja, ist wirklich, ja. es ist wirklich, das kann man mal ein bisschen flapsig, ein bisschen lustig machen, so nach dem Motto, ich bin zum Beispiel letztens mal gefragt worden, bei Edeka gibt es eine Deutschlandkarte. Ob ich die Deutschlandkarte haben möchte, dann sage ich, welches Deutschland meinen Sie denn? Ja, ich kenne drei. Ja, oder kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen? Wir waren im Steakhouse und da kam dann der Aiwanger, ja, mit Tross, ja, an den Nebentisch haben sie sich gesetzt und wir haben dann bezahlt und ich habe zum Kellner gesagt, der meinte zu mir, ja, brauchen Sie eine Rechnung, einen Bon oder so einen Bewirtungsbeleg? Und dann sage ich, ah, nee, das machen wir privat, der hat schon genug Kohle. Ja, der Typ konnte sich fast nicht zurückhalten vor Lachen. Ja, also solche Sachen, ja, das machen wir privat. Komm, steck ein die Scheiße. Ja, irgendwie so. Oder auch während der C-Zeit schon eine Kassiererin beim Rewe, die auch sich mit mir zusammen darüber lustig gemacht hat, dass sich eine Kundin aufgeregt hat, ja, also die ganz eindeutig auf meiner Seite stand, und wobei das damals noch, sage ich mal, jetzt nicht die angenehmere Seite war, ja. Und solche Zeichen, vielleicht erlebt ihr das auch im Alltag, und ich finde den Tipp ganz gut mit den Testen, ja. Du musst den ja nicht gleich den Unangenehmen machen, wie du richtig sagst, einfach Nein, um mal, Gottes Willen. ja, genau. Gibt auch gar keinen Grund dazu, was unangenehm zu machen. Es geht darum, einfach mal Realitätsabgleich. Ja? Also was ist denn Realität? Ne? Also jetzt, gerade jetzt im Winter, wo es so mordsmäßig geschneit hat, da bin ich teilweise draußen schon so, boah, ist mir warm. Also diesem Wochenende, wo es so richtig runter, haben so viele drauf reagiert und gesagt, naja, ist klar, Klimakatastrophe, logisch, ich sehe es, ja, wunderbar. Ne? Also es ist, da merkst du es einfach, ja. Das ist einfach genau. Da kommen jetzt auch wieder. Da vielleicht mal kurz noch mal drauf einzugehen. Also da wird eine Greta Thunberg als Klimapropheten bezeichnet. Das ist die Klimaideologie. Es geht alles über das Glaubenssystem. Das ist auch etwas, was in irgendeiner Form genau dieselbe Struktur hat und Religion. genauso funktioniert wie das aus. Es ist eine egregoriale Struktur, die nur über das Ja. Gruppenbewusstsein funktioniert. Aber auch da, gut, dass du es ansprichst, auch da stelle ich oder glaube festzustellen, da ist die Energie auch raus oder zumindest extrem Ist die. abgeschwächt. Ja? Die Thunberg und die Neubauer spüren das selber, deswegen gehen sie jetzt auf Palästina bzw. Kampf gegen rechts.
Und andere, also der Habeck begründet seine Politik noch mit Klimaschutz, aber das wirkt mittlerweile wirklich slapstickmäßig. Das wirkt wirklich sowas von gestern auch. Ja, das hat sich einfach auch irgendwo überholt. Ja, vor allem, weißt du, jetzt kriegst du auch mal mit, was macht das Ausland, ja, dann kommen so Meldungen wie, da werden neue AKWs gebaut, das passt alles nicht mehr zur Realität. Und genau. Das ist genau das, was dann kommt, ja, wo man dann merkt, hä, irgendwie, aber der sagt doch und jetzt machen die und dann kommt diese Frage. Und in dem Moment, wo das passiert, geht auch der Raum auf im Bewusstsein, wo man dann sagen kann, jetzt kann ich mich mal mit einer anderen Information versorgen. Und da fangen diese Hinterfragungen dann ganz automatisch an. Das ist das, was gerade passiert. Und ich merke es auch, entschuldige ich ganz kurz, ich merke es auch an den Aufrufzahlen der freien Medien, auch an meinen eigenen. Ja, das ist jetzt nicht explodiert, aber es ist durchaus gewachsen und es kann nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur ein Austausch innerhalb der Blase ist, der geht von dem einen Kanal zu dem anderen, sondern es sind neue, frische Leute reingekommen. Definitiv. Ist auch so. Ja. Ja. Und dann ganz kurz, es passt auch deswegen, weil die öffentlich-rechtlichen und auch die Privatmedien immer weiter sinken in der Reichweite, in den Zuschaueraufrufen, angeblich. Ist auch interessant, was gerade in den Talkshows passiert. Bis vor 2 Jahren hast du jetzt zum Beispiel von der AfD ja keinen in der Talkshow gesehen. Die hat mir ja komplett ausgeklammert. Die durften ja nichts sagen. Jetzt denk mal zurück, was war denn nach 90? Ja, da hat man ja die PDS. Ja, das ist jetzt nur mal so mal hochholen. Ne? Da haben ja alle gesagt, das ist ja die SED-Nachfolgepartei, mit denen kannst du nicht koalieren. Genau. Die wurden ja genauso gebrandmarkt. Rote Sockenkampagne jetzt. Und so weiter von genau, der CDU. Alles ja. Dabei. Dann haben wir Lafontaine gehabt, der mit WSAG sich abgespaltet hat. Ja, dann hat man irgendwann mit beiden zusammen die Linke daraus gemacht. Und die wurde jetzt plötzlich demokratiefähig. Und so ist das Schritt für Schritt für Schritt ins Bewusstsein reingebracht und hat man eben gemerkt, okay, da sind Stimmen, da kann man Leute praktisch an die Wahlurne holen und das ist dasselbe, was jetzt gerade passiert. Und das wird Schritt für Schritt für Schritt stückweise auch abgebaut. Deswegen, da passiert nichts zufällig. Aber Stichwort AfD, lese ich das jetzt richtig raus oder höre ich das richtig raus? Ich will dich da auch nicht überfordern. Ich erwarte nicht, dass du da jetzt auf alles eine Antwort hast. Aber wie schätzt du denn die AfD wirklich ein? Was glaubst du wirklich, was das für ein Konstrukt ist? Es ist ein Abbild, nennen wir es mal so, es ist ein Abbild einer anderen Gedankenkraft. Die haben ein Programm, da stehen bestimmte Informationen drin und es gibt Menschen, die diese Informationen für sich als eine Wahrheit definieren. Und das sind momentan nicht weniger, es werden immer mehr. Und das hat auch etwas mit der Realität zu tun, weil das, was eben bislang kommuniziert worden ist, passt nicht mehr zu dem, was die Realität abbildet. Und jetzt muss es nur einen geben, der genau das ausspricht, was tatsächlich momentan Phase ist. Und dann sagst du, ja klar, das ist das nehme ich ja auch wahr. Das ist das, was gerade passiert. Unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist, ich gehe jetzt nicht in diese Bewertung rein. Ich kann nur sagen, es ist von der Struktur her genauso aufgebaut. Ja, es darf nur eins nicht passieren, dass man dort genauso in diese Ideologien verfällt, wie man es denn in den anderen Parteien dann gesehen hat. Das ist das Gefährliche. Das ist mit jeder politischen Partei gefährlich. Ja gut, aber da gehe ich doch mit. Da kann ich doch zustimmen, dass die AfD die einzige Partei ist, die viele Sachen ganz anders sieht als alle anderen Parteien. Ja, und damit auch ein Feld aufgebaut wird. Und die das sind ist ja eine auch, Opposition. Ja. Ja gut, es gibt ja Stimmen, die sagen, das ist ein Auffangbecken, damit wir denken, ja, wir haben hier auch noch was zu sagen oder wir haben wieder was vielleicht zu sagen oder so, ja. Also du kannst an der ganzen Geschichte auch ablesen, dass im Prinzip jetzt auch aufgedeckt wird, wie Demokratie, im Sinne so, wie wir es gelernt haben, nicht mehr funktioniert. Sehr gut. Ja, also, das heißt das ist nicht ja das, mehr, was nicht mehr. Das hat doch noch nie funktioniert, so wie es aufgebaut war. Das ist war. Genau das. Das ist die Botschaft, die dann auch noch reinkommt. Ich habe in der C-Zeit als Beispiel eine Unterhaltung gehabt, die war bei mir im Garten. Und da sagt er zu mir, also irgendwie ist hier nichts mehr sicher. Ja, das war mitten in der C-Zeit. Und da sage ich, es war noch nie was sicher. Sehr geil. Noch nie. Ja? Wenn du die Erkenntnis hast, dann hast du schon mal einen ganz, ganz wichtigen Baustein für dich erstmal, weil dann weißt du, was dir Sicherheit verschafft. Und das kannst nur du selber tun.
Kein Trump, kein Putin, kein Russe, kein Chinese, kein irgendwer. Ja, das, du kannst auf niemanden hoffen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, so falsch ist der Spruch, glaube ich, nicht. Und, deswegen auch, weißt du, diese ganzen Erlöserkulte, die es da gibt. Angefangen dann wieder, sind wir bei Vatikan, ja, der im Prinzip dann ja auch diese Jesus-Figur ein Stück weit so entwirft, für uns Motto, alle. Ist der Erlöser und alle, ja, uns alle erlösen wird, ja. Da gibt es eine Information dazu, das kann man ja mal geben. Zum Beispiel weiß die Ostkirche, ja, also die Ostchristen, das Orthodoxe, die wissen zum Beispiel über den Umstand Bescheid, was zwischen Kreuzigung und Wiederauferstehung kirchlich gesehen sich abgespielt hat. Wir wissen darüber nichts. Wir wissen, der ist vom Kreuz genommen worden, dann kam er in dieses Felsengrab rein, Stein davor. Platte davor, und dann war 3 Tage erstmal nichts zu hören und zu sehen und dann war das Grab plötzlich offen und er war weg. Und was hat er in den 3 Tagen gemacht? Was hat er gemacht? Und die Ostkirche weiß das. Das wird dort auch propagiert. Das lernen die Kinder dort. Und dort kommt klipp und klar raus, dass diese Erlösung oder warum er überhaupt Erlöser genannt wird, überhaupt nichts mit dieser Welt hier zu tun hat. Sondern das hat etwas damit zu tun, dass du das selbst tun musst. Das ist die Botschaft, die da drin liegt. Ja? Es gibt die Höllenfahrt von Jesus Christus, das Evangelium, was ganz bewusst nicht in der Westkirche propagiert wird. Weil es würde dem entgegenstehen, dass die Kirche die oberste Instanz ist und du selber gar nichts machen kannst, sondern dich dem folgen oder dem fügen musst. Ja, ist ja auch eine strafende Religion, ja, wie alle anderen Religionen irgendwo auch und auch vollkommen lebensbeeinflussende Religion des Christentum ja genauso, ja, also wenn man es noch ernst nimmt mit den verschiedenen Vorgaben und Regeln. Es ist alles so interessant, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin selber echt gerade von mir selbst, wie soll ich sagen, also ich bin so gefesselt, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es den Zuschauern gefällt. Wir sind immer noch knapp 8.000 oder 7.500 Zuschauer, das ist genial. Die Sendung ist mal wieder wirklich, also ich schwebe gerade, ja. Michael, dank dir übrigens. Ja, aber wie gesagt, liebe Leute, es gibt nämlich auch noch, und da wirst du mir zustimmen, lieber Michael, ja, und es gefällt mir auch an dir so gut, dass du eben auch nicht so der vertrocknete, voll verkopfte bist, sondern eben auch den Humor hast, ja, und die Leichtigkeit, muss ich ehrlich sagen, ja, es geht nämlich meiner Ansicht nach nur so, ja, wenn du irgendwie alles so schwer nimmst, ja, da kommst du ja nicht mehr raus aus der Scheiße. Ja? Nein, das ist ja. Deswegen benutzt das System ja auch den Begriff beschwer dich. Richtig! Richtig! Eine Beschwerde! Ja? Damit hast du eine Last. Ja? Du hast dich beschwert mit irgendwas. Ein Gewicht auf deine Schultern gelegt. Ja? Genau, das ist das. Ja, also das merkst du halt an vielen Begriffen. Und wenn du es dann siehst, wenn du es erkennst, dann ist das. Erstmal von der anderen Seite, da haben Wörter völlig eine völlig andere Energie. Und weißt du, Sprache ist nun mal das. Du kannst ja Sprache nicht erklären. Also warum spricht ein Mensch? Wie kommt das zustande? Weißt du, und auch, was ist Sprache? Und alles, was wir heute Abend gemacht haben, war ja im Prinzip, dass wir etwas herausgegeben haben, was gar nicht in diese materielle Welt passt. Weil du kannst das ja nicht anfassen, was ich sage. Nichts Konkretes. Du sagst, kannst es nicht anfassen. Sehen, du kannst es höchstens spüren, aber da kannst du nicht sicher sein, ob du da das Gefühl auch wirklich, ob das stimmt. Also Sprache an sich ist schon etwas absolut Magisches, wenn du so willst. Ja? Es gibt einen schönen Bericht über Sprache. Essenz dieses Berichts ist, Sprache ist der Beweis dafür, dass du auch in einer anderen Welt gegenwärtig bist. Und Sprache ist ja auch das Instrument, mit dem du denkst. Ja, oder das Instrument, mit dem du deine Gedanken in Form bringen kannst. Genau, ja. Da kommt übrigens jetzt nochmal eine Nachfrage, die vor jetzt nicht, die schon länger her ist hier in der Sendung, aber ich greife sie gerne nochmal auf. Dieser sprachliche Verwandtschaft zwischen Geld und Gold, kann man da jetzt noch irgendwas sagen? Gibt's? Ist ja offensichtlich, oder? Kannst du auch machen mit Wert und Wort.
Das Witzige an der Geschichte ist, dass zum Beispiel das Urhebräische, in dem ja die Tora geschrieben ist, ja, die hat keine Konsonanten. Nee, Quatsch, die hat keine Vokale. Vokale, die hat nur Konsonanten. Ja. Es gibt ein Zeichen für den Vokal, das ist das Aleph mit dem Wert 1, aber das Aleph kannst du nicht aussprechen. Das ergibt sich dann immer aus dem Sinn des Satzes. Ja. Also wenn das Zeichen dasteht, zum Beispiel, wenn ich sage, was weiß ich jetzt wieder, das hat alles keinen Wert, ja, dann würde das ohne die Vokale dastehen, aber dann würde sich aus dem Sinn des Satzes ergeben, dass das Wort Wert eben Wert ist. Weil es hat alles kein Wort oder alles keinen Wirt, ja, das passt dann irgendwie nicht, ja. Also genau, so ist diese Sprache. Wenn es logisch dann weitergeht, verstehe, ja. Genau. Mhm. Und deswegen ist das mit den Vokalen so eine Sache. Also der Wert des Wortes bleibt im Prinzip immer gleich, ja, auch nur die Bedeutung ändert sich. Aber es sind Verwandtschaften dazwischen. Das wirst du ganz oft entdecken bei Wörtern, die im Prinzip nur durch den Vokal sich unterscheiden. Ja, also Wert und Wort hat schon was miteinander zu tun, weil ist dein Wort was wert? Welchen Wert hat dein Wort? Ja. Der Wirt, wer ist das? Das ist der im Prinzip dafür sorgt, dass die Worte ausgetauscht werden. Da gibt es die Stammtische, also da ist ein Bezug zur Sprache gegeben. Ja, so ein Stück weit. Micha, wann machen wir die nächste Sendung eigentlich? Ich habe keine Ahnung, sag du. Die Leute wollen, ja, und ich will auch. Nee, ehrlich, also wir sollten ja wirklich schauen, dass wir so ein, zwei Monatszyklen uns hier irgendwie vielleicht ganz locker. Und übrigens, du bist auch herzlich eingeladen, wenn du Zeit hast, zum 1.6. zum Zuschauertreffen. Habe ich gehört, in Frankfurt findet es statt, ne? Nee, nicht bei Marburg, in Hessen aber. Frankfurt ist auch nicht so weit weg, ja, in Hessen. Dann mache ich gleich eine Gegeneinladung. Kannst du am 12. bis 14. April gerne nach Mühlhausen, Thüringen kommen? Dort haben wir unseren Kongress zum 6. Mal mittlerweile. Und also ich darf sagen, wir haben es jetzt bisher immer geschafft, so zwischen 300 und 500 Menschen an einen Punkt zu führen, die alle im akkausalen Bereich einfach mal sich miteinander austauschen. Wir werden 14 Referenten dort haben, die über die unterschiedlichsten Themen dort referieren werden und bist gerne eingeladen, dort zu kommen. Dann können wir uns mal leibhaftig in die Augen gucken und vielleicht möchtest du den einen oder anderen Bericht von der Veranstaltung veröffentlichen. Kannst du gerne machen. Ja, jetzt mach's aber mal offiziell. Jetzt bewirb's doch einfach mal bitte. Ja, wir haben ja noch ein paar tausend Leute, die vielleicht der ein oder andere da Interesse hätten. Am 12. bis 14. April in Thüringen. Kannst du in schon Mühlhausen. Mühlhausen. Mühlhausen, Thüringen, Beginn ist Freitagabend, 18 Uhr, bisschen früher ist der Einlass und da gibt es dann die ersten zwei Vorträge an dem Abend noch. Samstag geht es voll durch, von 10 Uhr bis abends 22 Uhr und Sonntag bis 18 Uhr. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein großes Gelände mit Zelten, mit großen oder wie? Eine Halle. Ah, okay. Mhm. Aha, verstehe. Eine Halle. Mit Essen bist du versorgt, alles da. Also wird übers Hotel, das läuft über ein Hotel, wo wir das haben. Und darf ich auch sagen, dass wir da einen sehr, sehr guten Kontakt bekommen haben, der uns Schwurbler da willkommen heißt. Willkommen heißt. Und gerne. Also wir müssen natürlich was verlangen. Das geht nicht kostenfrei, ganz klar. Aber wir haben jetzt einen Preis für das gesamte Wochenende von 144 europäischen Verrechnungseinheiten. Ich nenne das jetzt mal so. Ich sage mal einfach Öcken, ja, aber das geht auch. Und wo kann man sich da nochmal näher erkundigen? Hast du da eine Stelle, wo die also schon alle Infos habe ich auf der Volition 14.at Seite. Das läuft über unseren Verein, der richtet das aus. Dort sind die Referenten genannt. Ich kann mal ein paar Namen nennen. Also die Katharine Turner wird dort sein, der Franz Hörmann wird dort sein. Mhm. Dr. Med Ingfried Hobert wird dort sein. Das ist jemand, der mit neuesten medizinischen Erkenntnissen aufwarten wird. Jana Iger mit vedrussischem Wissen, Heilmethoden. Dann haben wir, ja, ich werde auch einen kleinen Vortrag halten. Das mache ich dann auch jedes Mal. Aber querbeet. Frank-Robert Belewski, ganz, ganz wichtig. Da geht es um natürliche Geburt. Der gerade dabei ist, das Bewusstsein an die Mädels wieder ranzubringen, sich nicht über Kaiserschnitte von dem natürlichen Weg der Geburt abbringen zu lassen. Das ist ein ganz heißes Thema. Also da, mein lieber Herr Gesangsverein, was da gerade macht und welche Industrie dahinter steckt, das umzusetzen, ist dermaßen krass.
Dann haben wir zwei Musik-Acts noch dabei. Das ist einmal Onitani, die machen Freitagabend ein bisschen Seelenmusik und am Samstagabend dann Aliens Best Friends. Das wird der ein oder andere vielleicht auch kennen. Sagen wir bitte nochmal die URL. Ich schlage die mal schnell auf, wenn ich darf. Damit ich die mal. Punkt Volition mit V. Volition. 14.at. Habt ihr den Österreicher genommen, ja? Ja, ja. Ich schalte mal schnell um, damit wir uns das mal ganz kurz anschauen. Hier, das ist die Netzseite, wo ihr erstmal schauen könnt, was passiert da eigentlich noch, was ich Michael jetzt noch nicht gesagt hat. Da stehen ja ein bisschen die Infos drin. Und die Anmeldung, da geht auch die Anmeldung, ja? Genau. Jetzt hängt bei mir irgendwie das Bild, kann das sein? Nee, du bist unten rechts im Monitor, aber bei dir auf dem Monitor hängt das Bild, ja? Aber du bist gut zu sehen, ist alles okay. Also nee, alles gut. Ja, ja, passt. Ich mache das noch schnell hier rein bei VK. Wie gesagt, dein Wille, also da geht es tatsächlich um so viel verschiedene Themen, ja, das ist vielleicht wirklich für jeden was dabei ist. Kann man das so sagen? Weil so wie das jetzt. Das kannst du so sagen. Ja. Ich kenne niemanden, der nichts mitnimmt von dort. Also das ist einfach, wir nennen das Bewusstseinserweitern, das ist auch schon so ein abgedroschener Begriff. Es, ja. ist einfach, es geht einfach darum, dein Wissen zu bereichern. Ja, darum geht es uns. Den Impuls zu setzen, auch in die eigene Antwort zurückzufinden. Das ist ganz wichtig. Also wir haben keine politische Ideologie, wir haben keinerlei Ansätze, da irgendwie was in Frage zu stellen, um Gottes Willen. Es geht darum, bestimmten Möglichkeiten einfach einen Kanal zu geben. Und Franz Hörmann zum Beispiel, der jetzt zum vierten Mal dabei ist, der wird wahrscheinlich wieder über alternative Geldsysteme sprechen zum Beispiel. Ja, da gibt es dann Ansichten, die von einem Wirtschaftswissenschaftler propagiert werden. Ja, der kämpft sich ja auch schon jahrzehntelang mittlerweile durch die Materie. War auch bei uns schon in der Sendung, der Professor, er ist ja Professor. Ja. Mhm. Er ist Professor, glaube ich, ja. Er legt aber auf Titel keinen Wert, das macht ihn schon wieder sympathisch. Ja, finde ich auch. Ja. Will er auch gerade genannt werden. Ja. Dann haben wir, das habe ich schon gesagt, Frank-Robert Beleski war schon dabei. Falco, kommt der gute Falco auch, ja. Falco kommt auch, ja, der ist Samstagabend dabei, klar. Dann haben wir Jana Iger, das ist was, da kann ich nur jedem raten, einfach mal zuzugucken, was die da erzählt. Ja, die arbeitet allein mit ihrem Wissen, was sie über ihre Familie transportiert bekommen hat, und mit Heilmethoden, da denkst du, das kann alles nicht wahr sein. Dann werden wir Dunkelfeldmikroskopie vor Ort haben. Ganz wichtig, ja, einfach auch mal das Blut checken zu lassen. Mit einem Tropfen Blut kannst du dort schon eine komplette Diagnose bekommen, wo es gerade so ein bisschen hakt und was empfohlen werden kann, was du ändern kannst. Das geht ratzfatz, das kostet dich dann auch nichts, da die Dunkelfeldmikroskopie machen zu lassen. Das steht alles zur Verfügung. Wir haben jetzt mehrere Sponsoren auch gewonnen, die das Ganze mit fördern möchten. BEMA ist zum Beispiel vor Ort, da hast du so die Möglichkeit, die Magnetstrahlung mal für dich zu nutzen in Form von Matten. Da kannst du dich 8 Minuten draufschmeißen. Da haben wir Sachen erlebt letztes Mal, das war unglaublich, also mit welcher Energie da plötzlich auch die Leute ausgestattet waren. Vollgetankt wurden, ja, wenn man so will. Ja, ja. Richtig. Ja. Wir haben also toll. Mittlerweile schon 6. Veranstaltung dieser Güteordnung und wir wünschen uns natürlich, dass das immer ein bisschen mehr wird, dass sich weiter verbreitet und dass noch mehr Menschen dazukommen, ganz klar. Ne? Wir als Verein haben uns die Ziele gesetzt, eine Veränderung einzuleiten, allerdings im Einzelnen. Das heißt also, dir selber die Möglichkeit zu geben, in deine Antwort, in deine Ruhe, in deine Mitte zurückzufinden. Weil wir glauben ganz fest dran, dass das nur so funktioniert. Wenn die Welt sich ändern soll, dann musst du dich ändern. Da fängt's an. Ich finde es sehr sympathisch, auch wie du es rüberbringst. Es ist nicht so absolut, wir geht dahin und ihr werdet die besseren Menschen, sondern man kann sich das anschauen, man kann sich was raussuchen, was einen interessiert, was einen anspricht, was einen, so viele verschiedene Sachen, also da muss ich wirklich schauen, ob ich da möglicherweise auch nicht ganz spontan, nicht, dass ich am 12. entscheide, ich fahre jetzt los, sondern dass ich dir vielleicht kurzfristig, wenn es möglich ist, ich das kann mir irgendwo noch da eine Unterkunft suchen in der Nähe, mit Auto ist das ja alles kein Problem. Wenn es da schon ausgebucht ist, alles, es ist ja wahrscheinlich dort im Hotel auch eine Übernachtung möglich.
Also wir haben knapp 800 Betten in Mühlhausen. Mühlhausen ist übrigens eine sehr interessante Stadt, ja, ist noch so ursprünglich gehalten, ist eine wunderschöne Altstadt vorhanden. Und da habe ich tatsächlich mal ein Interview gemacht mit dem Herwig Bretz, hochinteressant, der den Stadtplan, diesen alten, durchgeguckt hat und festgestellt hat, dass dort tatsächlich der Orion im Stadtplan verewigt ist durch die Position der Kirchen. Mein lieber Zottel aus dem Team sagt, in der Nähe von Mühlhausen liegt der geografische Mittelpunkt der BRD. Ist so. Ja. Niederdorla. Mensch, Michael, das ist ja gut, dass wir das jetzt Eckle noch angesprochen haben und da ein bisschen den Menschen näher gebracht haben mit dem Kongress. Wie gesagt, Michael hat es schon erwähnt, das sechste Mal jetzt, ja? Sechste Mal jetzt, ja. Und das sind große Veranstaltungen. Das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Zeltlager, wo man sagt, wir machen mal ein bisschen Klangschalen oder sowas. ja, ich bin auch gemein. Das ist ja auch, hat ja auch seine Berechtigung. Ja, passt schon, passt ja, schon. Ja, aber, ich hatte eine Anfrage bezüglich Klangschalen. Aber gut, ich meine, ist auch wunderschön, möchte ich an der Stelle mal sagen. Wenn man sowas mal mitmacht, ist das schon. Aber ich glaube, das ist in so einem kleineren Rahmen einfach besser aufgehoben. Ja, also toll, dass wir das noch ansprechen konnten. Ja. Nee. Ich hatte mal einen Computerkunden, der in seiner Praxis hier tatsächlich mich mal da kostenlos mal eine Viertelstunde da hinlegen hat lassen. Und der hatte riesen Gongs und was weiß ich. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da gereinigt wieder rausgegangen bin, aber ich kann nicht sagen, dass mich das überhaupt nicht beeindruckt hat. Ja, das war schon interessant. Ja, diese Schwingungen, ich meine, es sind ja auch physikalische Einflüsse auf dich. Es geht ja nicht nur um den Ton. Ist Schwingung, ja, es ist die Schwingung. Dein Wasser reagiert darauf. Ja, genau. Du hast ja Körperwasser in dir drin. Du bestehst zu 70% aus Wasser. Also wenn du 80 Kilo wiegst, dann schleppst du ja um die 60 Kilo Wasser mit dir rum, 60 Liter. Ja? Und das Wasser, das trinkst du ja durch die Speiseröhre und da geht das direkt an deinem Herzen vorbei und dein Herz hat Schwingung. Du informierst jeden Tag dein Wasser. Geil. Sehr geil. Michael, mein Lieber, für heute sind wir am Ende, aber es schreit nach einer Fortsetzung und das werden wir auch machen. Ich danke dir sehr. Dann reden wir dann mal über das, über die Pyramide. Ja, es gibt so viel. Ja, es gibt so viel. Wir sind natürlich jetzt schon wieder hier die Oberschwurbler heute Abend gewesen, aber das finde ich jetzt kein negatives Merkmal. Und wie gesagt, also ich würde es echt sagen, wenn ich jetzt schon wüsste, ich habe gar keine Möglichkeit dahin zu kommen nach Thüringen. Ich halte das durchaus für möglich, dass ich wirklich in der Woche kurzfristig sage, du, ich würde kommen. Vielleicht auch nur für eine Nacht oder so, ja. Nicht die ganzen, Bescheid, die ganzen ich noch, drei dass Tage. Ich ein Zimmer kriege für dich, das würde ich dann noch machen. Ja? Super, alles klar. Gerne mit Familie. Ja, warum nicht? Ja, das schließe ich auch nicht aus. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Wirklich eine tolle Sendung, auch stabil über 7.000, knapp teilweise 8.000 Zuschauern. Das ist jetzt für mich einfach ein Merkmal. Auch das ist ein Merkmal, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Ich kann euch nur ein Kompliment machen, dass ihr die Sendung hier geguckt habt, weil das ist wirklich... Durchgehalten habt. Ich würde es auch verstehen, wenn manche Leute sagen, haben auch manche gesagt, aber wenn mehr sagen, du sei mir nicht böse, ja. Aber auch da ist das Bewusstsein anderes. Ich hätte doch vor 5 Jahren auch gesagt, wenn ich so eine Sendung sehe, sag mal, sind die beiden irgendwie, kann die jemand mal abholen, bitte? Ja, irgendwie, ja. Ich lasse mich auch heute Abend umdrehen, wenn ich alleine durch die Straße laufe. Ja, zieh mal den Stecker, ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen viel langsam. Ja. Alles klar. Michael, oh Mann, noch was haben wir da angerichtet? Nein, wunderbar. Ich danke dir sehr. Noch ein kurzes Schlusswort, wenn du magst, gerne eine Verabschiedung, ein Abschiedswort sozusagen. Also, von meiner Seite erstmal, Thomas, danke für den Raum, den du uns hier zur Verfügung gestellt hast und an alle, die durchgehalten haben heute Abend. Macht es gut, standhaft bleiben, ganz wichtig. Ja? Und vielleicht sehen wir uns mal beim einen oder anderen Kongress oder offener Themenabend, was auch immer, was wir gerade anbieten. Einfach mal gucken bei uns auf der Homepage. Bis dann. Super.
Michael, Grüße an die Familie, an die Liebsten und vielen Dank. Und wenn ich es möglich mache, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen würden. Tatsächlich, wir kennen uns noch nicht persönlich und es ist auch mal fällig. Wird sich fügen. Richtig, wird sich fügen, ja, ganz genau. Ja, 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 es tut es wirklich. Ja, bin ich überzeugt. Michael, mach's gut, mein Lieber. Schöne Restwoche, schon mal ein schönes Wochenende, kann man fast schon sagen. Ja, ist ja fast schon die Woche vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. Servus. Ciao. Danke. Ja, wirklich der Hammer. Ja, krass, krass, krass. Und wir gehen gleich in das in die Endgeschichte rein. Ah ja, da haben wir ein bisschen Guthaben. Ist doch schön. warte, ich mach nochmal hier. Yes, oder... Oh, ich habe hier Ton an. Das ist der nächste. Oh, jetzt habe ich hier... Das ist ja geil. Hier. So. Geil. Wie geil ist das denn? Wo ist denn meine Tastatur? 1390. Konto wird abgeräumt. Hammerhart abgeräumt. Belohnungen verteilen. 1,4K, immerhin. Peter Frühwald wäre auch ein toller Gast, weil die sieht dann, kann natürlich nicht auf YouTube laufen. Tischtennis-Fan, ich danke dir. Ich danke allen Chatterern heute wieder für die tollen Beiträge auch. Da schließt sich der Kreis. Hammerharte Effekte zu Beginn und am Schluss. Wahnsinn. Ich bin doch wirklich ein Tausendsasser. Ja. Hallo, ich bin jetzt im Sonnenhut 123. Nadine Lukas, Kurt Nast, Bibi Live und Nadinchen, Kamelstadt Burka. Herzlichen Glückwunsch und allen anderen, natürlich auch allen anderen Zitronisierten und vielen Dank für die Rückzitronisierten. Zurück zur Zitronisierung. Wie die sie so verträumt schaut. Nemo 2009, ich bin halt ein verträumter Typ. Kann ich bestätigen. Kannst du bestätigen, super. Ja, verträumten Blick. Dackel-Hundeblick. Einstudiert. Genau, habe ich lange gebraucht vom Spiegel. Danke, dass du alles verrätst. Ja. Hinfort, hebe sie sich fort. liebe Zuschauer, nächste Sendung ist am Freitag. Freitag, jetzt kommenden Freitag solo. Und Süße, morgen sehen wir uns. Ich freue mich jetzt schon. Dann grüßen wir meine Kinder. Ja, eines sitzt hier gerade. Die kleine Tochter, die bald wieder gen Süden fliegt. Und an Sohn und großer Tochter genauso herzliche Grüße. Und an das göttliche Team. Und an euch lieben Zuschauer natürlich. Ja? Ohne euch würde das hier alles nicht stattfinden. Ich weiß, ich wiederhole mich, ist mir aber egal, weil es ist einfach so. Das ist, Wahrheiten kann man ruhig öfters aussprechen. Öfter aussprechen. Öfter, ja. Und gehabt euch wohl. Wir sehen uns am Freitag. Ich freue mich schon jetzt auf euch. Und habt noch eine schöne Restwoche. Danke nochmal an mein Team. Wirklich auch heute wieder... So eine große Hilfe und an euch lieben Zuschauer, dass ihr auch so wahnsinnig, was ist denn da los, warum kommt denn da, warum geht es denn nicht weiter mit der Scheiße, das kann alles nicht sein. Ah nee, das war ja falsch. Sekunde, ich will das nicht so, ich will das mit Musik haben. Das kann alles nicht wahr sein, so jetzt. Ja, und schöne Restwoche und gehabt euch wohl, wir machen Kühe, ihr Lieben. Und dann geht's am Freitag weiter. Was für eine Hammer-Sendung. Die Aufzeichnung wie überall oder wie immer überall auf den Plattformen, auf denen wir ausgestrahlt haben. Macht es gut, ihr Lieben. Und bis Freitag. Ich sage alles dreimal, aber ihr wisst schon, was ich meine. Servus.